Einen wunderschönen guten Tag. Das ist der Flughafen Frankfurt live am Mittwoch, 20. September 2023 um 9.28 Uhr, 2 Minuten früher als gedacht. Herzlich willkommen zum Planespotting Live mit Plane Mania. Mein Name ist Thomas und wir haben heute wieder ein volles Programm für euch. Es geht munter weiter mit Landungen auf den Bahnen 25 Center und 25 Links. Wir erwarten jetzt jede Sekunde die 777 von Singapore Airlines mit der Flugnummer SQ25 und die hat das Kennzeichen 9VSWI. HP ist da, Feldi, Danny, Harald Österreich, Papptransit, Martin, Robin auf Reisen, Marcel Samet, Pinguin 42, Markus aus L, Mr. Bandito, Duke Cronenwert oder Cronenworth, Jens Walter, Markus aus L, habe ich glaube ich schon gesagt, André Winternitz, Harzer Kind, Timo Kopmann, Andi Hase im. Ganz viele Zuschauer schon da. Freut mich sehr. Und wir machen jetzt gleich weiter mit den Landungen. Schön, dass jetzt schon zum Start ca. 100 Menschen zuschauen bei Planespotting Live from Frankfurt. This is Frankfurt Airport, Germany. And an American 777 on its way to runway 25 center for the takeoff and the next landing we are expecting is Singapore Airlines 777 from Singapore. Wie immer freuen wir uns über eure Unterstützung in unserem einzigartigen Plane Mania Live Chat. Die Sache sieht so aus, dass ich mich freuen würde, wenn ihr das Ganze beobachtet, was kommt rein, was geht raus, was ist auf dem Radar zu sehen, wie jetzt diese wunderschöne 777 oder eben Singapore Airlines. Jetzt hätte aus unserer Sicht die Landung eine höhere Priorität. Die wird dann wahrscheinlich auf unserer Bahn hier 25 links stattfinden. Warten wir mal kurz ab, was mit der American ist. Der Stübi ist auch da. Einen herzlichen Gruß nach Rheinsberg. An der Stelle herzlichen Dank für das Müsli. Ja, wir bekommen von euch ja zahlreich Unterstützung, nicht nur über den Superchat, das ist das Dollarzeichen unten rechts in der Ecke, sondern wir bekommen Unterstützung in Form von Informationen. Ihr schreibt uns rein, ob der Ton und das Bild soweit okay ist und wir freuen uns sehr. Dass das so zahlreich stattfindet. Segas 145 Plus aus Münster, Online-Tourist ist da, Chris Scapolo, hello. Jetzt habe ich doch fast die Triple verpasst. Die verpassen wir jetzt auch, weil die Singapore Airlines, die hat einfach Prio, die ist auf unserer Bahn direkt hier, 25 links. Doch noch beide rein. Natürlich haben wir nicht nur 2 Strahler für euch, sondern auch 4 Strahler und wir freuen uns sehr, dass wir euch die ein oder andere 747-400 oder 747-8 hier aus Frankfurt heute anbieten können. Duke schreibt nochmal rein, dass man den Namen auch deutsch aussprechen kann. Sehr gut. HB Hagen hat für uns die Finnair, ein Airbus A330 in 10 Minuten. Vielen Dank.
Chuttanooga fragt nach der Schallschutzmauer für die A5. Einer der meistbefahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands ist direkt in meinem Rücken, nur ca. 11,50 Meter entfernt. Und das heißt für uns, dass wir den Ton anpassen müssen. Vielleicht muss ich auch etwas lauter reden. Ja, Markus aus L spricht es an. Allen Leuten, die irgendwie im Lazarett sind, wünschen wir gute Besserung. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, dass wir euch etwas Kurzweil anbieten können, etwas Ablenkung von den Schmerzen, wenn es denn welche gibt. Ja, das ist auch so unser Wunsch an euch. Gute Besserung allen, die im Lazarett sind. Online-Tourist spricht auch was Interessantes an, was heute in Berlin passiert. Da ist ja der Vorteil, dass ein Club in Berlin jetzt in der Champions League gegen sehr interessante Gegner spielt. Und heute fliegt halb Berlin nach Madrid. Union Berlin spielt heute Abend gegen Real Madrid. Und da sind einige Sonderflugzeuge in Berlin jetzt gerade am Start. Unter anderem die USC, der Airbus A340. Wenn wir jetzt eine Air Europa 737 sehen. So welcome, this is Frankfurt Airport, Planespotting live with Plane Mania. Please like and share the stream. Das ist noch ein Air Canada Dreamliner in der alten Zahnpasta Livery. Dominik Knebel grüßt vom Strand. Hallo Technik Center sagt, irgendwie ist der Ton heute nicht ganz perfekt. Also bei mir auf dem Mikrofon ist zumindest auch was da, also auf dem Kopfhörer. Ihr könnt gerne reinschreiben, wenn euch was nicht ganz so vorkommt wie sonst. Es ist zu dumpf, zu hell, zu laut, zu leise. Kann man noch kleine Anpassungen vornehmen. Online-Tourist schreibt, dass alle Flieger, die nach Madrid gehen sollen, jetzt raus sind. Die Fußballfans möchten natürlich früh in der Stadt sein, um wenigstens etwas von diesem grandiosen Tag in der Vereinsgeschichte von Union Berlin zu erleben. Wann hat man das mal, dass Union gegen Real Madrid spielt? Segas 145 aus Münster grüßt mit dem Superchat 11,99 Euro. Hallo Thomas, schön wieder etwas von euch zu sehen. Vielen Dank für den Stream und Grüße an das Team. Da senden wir Grüße zurück und danken. Bruce Wayne hat für uns United 777-300 aus New York, Newark in 10 Minuten. Und hier haben wir Lufthansa Airbus A321neo, hat jemand Neo gesagt. Unser Thema der Woche. Da möchten wir dann auch im Laufe des Tages mit euch nochmal intensiv drüber sprechen. This is Air Canada Toothpaste Livery. Die ältere Variante in hellblau. Lutz ist auch da aus Dresden. Guten Morgen. Chuttanooga wirft noch etwas Fußballpolitik mit rein. Jürgen Kirst grüßt aus Thailand und meint, dass der Ton bis dahin wenigstens kommt. Das ist doch schon mal gut. Vielen Dank. Frank Böhme grüßt aus Wiesbaden. Das heißt also, alles, was jetzt hier startet, wie diese Air Canada, wird in deine Richtung gleich fliegen.
Das hatte ich eingangs schon reingeschrieben. Unser heutiger Hashtag des Tages, auch was Neues bei uns hier in unserem Planemania-Chat. Wir werden ein Thema des Tages oder ein Hashtag des Tages immer entweder mit euch zusammen oder von unserer Seite aus benennen. Und der Hashtag des Tages bei uns ist heute Saftschubser. Schreibt gerne in den Chat rein, was euch dazu einfällt. Wir haben es bewusst provokant gewählt. Ihr kennt den Begriff. Aber wir werden dann im Laufe des Vormittags auch einen Gast am Mikrofon haben, der uns zum Thema Saftschubser etwas sagen kann. Oh, da kommt was Kleines. Was ist das denn? Klein, aber fein. Business Jet. Diese Air Europa auch in ungewöhnlichen Farben. Da müssen wir natürlich auch über diesen Incident auf Mallorca sprechen. Da hat ja eine Air Europa eine Condor Ringelsocke Boeing 757, ich glaube, das war die Oscar Juliet, gerammt. Nicht, dass das auch noch dieser Kandidat ist. Auf jeden Fall warten wir auf die Oscar Juliet, dass sie wieder zurück nach Frankfurt kommt. Ist die Frage, wie groß der Schaden dort ist. Und auch über diese Sachen sprechen wir. Jörn F. hat zum Thema Saftschubser: bitte einen Tomatensaft mit Salz und Pfeffer. Eins der meistbestellten Getränke in 11 Kilometern Höhe ist der berühmte Tomatensaft. Gehen wir auf den Anflug 25 links Lufthansa. Wieder dazwischen Fluggesellschaften, die wir nicht so häufig sehen. High Sky zum Beispiel. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, für wen die unterwegs sind, für sich selber oder für andere Airlines. Also ein Wet Lease-Dienst oder sowas in der Richtung. Unsere Moderatoren sind auch am Start. Jakob Schäfer ist da. Elli Pirelli ist auch da. Hallo. Und der Jakob, der kommt gleich in Person zu uns hier. Während der Speedbird im Anflug ist, aus London, British Airways, A320. Queen of the Skies, 747-8. Duke stellt eine Frage, vielleicht nehmen wir die gleich dann mit für unseren Gast am Mikrofon. Warum wird eigentlich Tomatensaft an Bord so gerne bestellt? Ja? Man hat das Gefühl, dass er in der Luft beliebter ist als am Boden.
Hat vielleicht damit zu tun, dass die Geschmackssinne in der Luft anders sind als hier auf 43 Meter über Null. Jetzt aber würde ich sagen A330 im Anflug. Den hat dir angekündigt. Das ist Finnair. Schöne Oman Air hier im Bild. Und der Martin hat für uns gleich die Information dazu. Rund 96% des konsumierten Tomatensafts wird in der Luft getrunken. Grund ist die veränderte Geschmackswirkung aufgrund des Luftdrucks. Müssen wir unseren Hashtag noch ergänzen. Ist also nicht nur Saftschubser, sondern Tomatensaftschubser. Bruce Wayne bestätigt das, was wir in unserem Berlin-Stream vom letzten Mal anbieten konnten, dass die nämlich letztens auch als 6 Minuten eine El Al Boeing 737-800 und nochmal für alle Frankfurt-Fans, die regelmäßig hier schauen, das ist der gesperrte Taxiway Romeo aufgrund von Bauarbeiten. Alle müssen über den Sierra. Und das sind häufig Flugzeuge, die zur Bahn 1.8 und da zum kurzen Anlauf 1.8 Short rollen. Die kommen jetzt über den Taxiway Uniform und dann geht es weiter über Sierra, High Sky. Ja, macht gerne weiter mit euren Informationen zu den Flugzeugen. Alles, was ihr habt. Ich sehe was im Anflug auf die Nordwest. Das ist also die 25 rechts. Da kriegen wir nur einen Teil mit der Nordwest-Anflüge. Das machen wir dann, wenn es passt, auch mit. Könnte eine 777 sein. Für alle, die uns noch nie gesehen haben, das liegt nicht daran, dass ich zu faul bin, bei Flightradar 24 nachzuschauen. Das kann ich natürlich gerne machen. Aber das ist unser Konzept. Wir wollen euch mit einbinden in den Chat. Ihr schreibt rein, was kommt und ich lese es vor. Wir tauschen uns über die Flugzeuge aus. Bastian hat es rausgesucht. Bastian Hansel ist das. Das ist die United 777-300 aus Newark. Und die ist im Anflug auf die Bahn 25 rechts. This is United from New York, Newark, New Jersey.
it's on. Approach to runway 25 right. And this runway is behind the terminal section. Nutzen zwischendurch Begriffe, nicht jeder kennt die vielleicht. Eine 777 heißt zum Beispiel auch Bigfoot bei uns. Und wenn ihr da im Unklaren seid, haben wir eine Glossar-Begriffsliste gemacht. Das heißt, man kann sich auf einer Webseite anschauen, die Begriffe von A bis Z, was das alles bedeutet. Frank grüßt aus Köln. Hallo. Guy Hauer hat im Hintergrund die App Plane Finder. Ah ja, interessant. Andi hat für uns Lufthansa Airbus A321 aus Barcelona in 7 Minuten. Vielen Dank. Und der Guy hat für uns Mavic Gök Airlines MGA 737-900 im Anflug. Standardmäßig haben wir oft die 737-800. Und wenn ihr euch mal die Liste des heutigen Tages am Flughafen Frankfurt anschaut, dann müsste auch eine 737-500 auftauchen. Da sind wir gespannt, ob wir das auch hinkriegen, die euch heute zu zeigen. Manu Heber kennt das auch. United nach New York. Achso, Frank hat Köln in seinem Namen, ist aber in Thailand. Das ist toll, dass so viele heute aus unterschiedlichen Regionen der Welt zuschauen. So können wir uns alle virtuell hier in Frankfurt treffen, obwohl nicht jeder von uns da ist. Das ist Sinn der Sache beim Planespotting Live.353 Zuschauer aktuell um 9.50 Uhr. Vielleicht schaffen wir die 400 bis 10 Uhr. Das wird auch nicht schlecht. Dazu brauchen wir vielleicht mal das ein oder andere größere Flugzeug. Aber jetzt kommt schon mal wenigstens eine 737-900, wenn es die ist. Von Marvi Gök muss ein Herzchen hinten drauf sein. Unser Konzept ist für heute, dass wir euch am Vormittag bis zum Mittag hinein die Anflüge hier an den Bahnen 25 Center und 25 Links zeigen und später dann am Nachmittag möchten wir uns wieder bei euch melden nach einer Ladepause und Auffrischpause von der Bahn 18. Manu hat noch eine Geschichte aus ihrem Bekanntenkreis. Da fliegt jemand morgen von Frankfurt nach Neu-Delhi mit Air India, Dreamliner. Und dann weiter nach Kathmandu. Ja, auch morgen wollen wir hier am Start sein. Vielleicht können wir deinen Bekannten dort beim Abheben filmen. Snake TD, Daniel Grüße aus Leipzig. HB Hagen ist hechelt nach einer Queen. Dann schaut mal auf dem Radar, ob da eine kommt. Planespotter Duss grüßt aus Datteln und Chris hat für uns Iran Air Airbus A330 in 20 Minuten. Vielen Dank, das ist toll. Schön auch, dass ihr den Stream teilt. Guy Hauer hat für uns Again Airbus A321 Neo in 9 Minuten. Auch nicht schlecht. Habe ich euch denn da schon mal diese China Airlines gezeigt? Sieht mir doch auch nach einer 777 aus. Andy hat für uns Freebird A320 in 5 Minuten. Ingo fragt, wo wir heute
Nachmittag sind, das müssen wir schauen, irgendwo an der 1.8, wo ein Plätzchen für uns frei ist. Manu Heber fragt, was da auf Mallorca los war, was ich vorhin erwähnt habe. Wenn ich das korrekt zusammenfasse, gibt es da ein Video im Netz, was alle möglichen Leute teilen. Da geht es darum, dass eine Air Europa 737 an eine Condor 757 angebupst ist. Ich denke, ein sehr leichter Rangierschaden, nichts Größeres, aber ich kann es nicht beurteilen, bin kein Flugzeugtechniker. Und da warten wir auf weitere Infos, wann sich diese DABOJ, die Oscar Juliet aus dem Condor, aus der Condor-Flotte, wieder bewegt. Wir warten auch auf die Lufthansa, den Airbus A321, der in Ibiza, auf Ibiza, zwei platte Reifen abbekommen hat. Und der soll meines Wissens heute auch nach Frankfurt zurückkommen. Frank hat, glaube ich, die Fotos auch auf Facebook veröffentlicht. In Thailand hast du eine Boeing 747 ausgeschlachtet gesehen, ohne Triebwerke. Dann ist das Herz eines Flugzeugs rausgerissen, wenn die Triebwerke nicht mehr drin sind. Da hast du recht. Lufthansa A321 landet jetzt auf der Bahn 25 Center. This is Lufthansa Airbus A321 on approach to runway 25 Center. Schreibt gerne mal rein, wie das Wetter bei euch so ist. Wir erwarten jetzt, dass die Wolken gleich etwas aufreißen, dass wir eigentlich den ganzen Tag Sonnenschein haben, bis zu 26 Grad hier unten in Frankfurt am Main. Und Guy schreibt auch noch mal rein, ist das die Oscar Juliet, ne? Nicht die Juliet Oscar, sondern umgekehrt Oscar Juliet. Die wurde hinten am Elevator getroffen und du meinst, das sind schon größere Schäden und Martin schreibt es auch noch mal rein. Pete MA3 hat in Stuttgart sonnig leicht bewölkt. Oh, was haben wir da? Schnell, schnell, schnell. Ja, unser heiteres Flugzeugraten ist, glaube ich, sehr, sehr schnell beantwortet. Da ist der Freddy im Chat. Guten Morgen. Down Vito 71 hat es in Leverkusen leicht bewölkt. Und HB Hagen kommt mit der Überraschung des Tages. In Offenbach ist das Wetter so ähnlich wie in Frankfurt. Das habe ich jetzt überspitzt gesagt. Wir haben es schon oft genug erlebt, dass hier am Flughafen Frankfurt das Wetter an verschiedenen Spotterpunkten total unterschiedlich ist. Also auf 3 Kilometer anderes Wetter. Jetzt nochmal diese Mavi Göck, die haben wir gerade bei der Landung gehabt. 737-900 habt ihr reingeschrieben. Haben wir auch schon mal erklärt, ist eine Fluggesellschaft, die für den türkischen Reiseveranstalter, türkisch-deutschen Reiseveranstalter Annex Tours unterwegs ist. Die haben sogar eine 777 in ihrer Flotte, die wir hier regelmäßig in Deutschland, auch zum Beispiel mal in Hannover oder an anderen Airports, Berlin, sehen. MGA is operating for a tour operator, flights to Antalya, very often. Ah, moin. Hier sitze ich. Hallo, na? Ja. Da.
Hast du geschafft? Ja. Sehr gut. So weit, so gut. Dominik hat auf Fuerteventura Sonne und Wind, wie der Name schon sagt. Fuerte, Insel des Windes, ideal für Surfer. Und Justin hat für uns die Metadaten. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig gerade im Chat seid. 10 Uhr 14, 400 Zuschauer haben wir geschafft. Romeo Alpha. Stichwort grün-weißer Airbus A330 Neo, der Condor. Ich muss fast fragen, wer es nicht gesehen hat, denn es ist unfassbar, einer unserer stärksten Postings auf TikTok mit 180.000 Abrufen ist die Romeo India, die diesen interessanten Rückflug auf dem Weg nach Vancouver hingelegt hat. 180.000 bei TikTok, 22.000 bei Instagram und 4.000 bei YouTube. Wahnsinn, 200.000 Views. Und das ist eine Freebird in Gelb diesmal. Ja, der Jakob ist da. Guten Morgen, Jakob Schäfer. Guten Morgen. Willst du ein bisschen helfen? Ja, kann ich gerne machen. Kriegst du ein Mikro? Ja. Wobei wir gucken müssen, das zweite Mikro hat im Testen so leichte... Wir probieren es einfach. Probieren es mal. Komm mal vor, bitte. Ich komme auf die andere Seite. Kriegen wir das alles hin. Also Jakob ist da, unterstützt uns am Mikrofon. Hier vor Ort. Ja, so hoch wie möglich. So? Ja, so ist gut. Kannst du mich verstehen? Ich kann dich verstehen. HB Hagen sagt auch guten Morgen. Guten Morgen, und HB. Du sollst mal winken, wenn du mal kurz ins Bild möchtest. Jakob hat uns schon so oft unterstützt und auch heute wieder am Mittwochvormittag. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, zahlreiche Kilometer für uns über die A3 abreißt. Ja, mache ich immer wieder. Morgens gerne. Eine Staugefahr herrscht. Ja. Ich bin tatsächlich relativ gut durchgekommen eben. Bisschen Baustelle, aber das ist ja normal. Hatte Glück, dass der Berufsverkehr schon so weit durch war, dass es echt sehr angenehm war zu fahren. Ja. Und ich unterstütze jetzt den Thomas heute Morgen beim Stream mal ein bisschen, bevor es dann für mich nachher auch auf die Arbeit geht. Was machst du, Chat oder machst du Radar? Was hast du? Was sagst du? Was willst du machen, Chat oder Radar? Mir ist das egal, dann würde ich sonst Radar machen, wenn das für dich in Ordnung ist. Oder willst du lieber Radar machen? Ja, ich überlege, was für die Zuschauer am besten ist. Und wenn du den Chat machst, dann gehen uns weniger Kommentare durch. Ich guck mal durch. Jürgen Schuster schreibt, hallo aus der Eifel, eure Show ist wie immer beeindruckend, bin oft dabei, ihr seid spitze. Vielen Dank, lieber Jürgen, für dieses Lob. Jetzt kommt passend zu deinen netten Worten auch die Sonne raus und der Duke bestätigt, dass aktuell das zweite Mikro noch okay ist. HB Hagen sagt, Chat ist Chefsache, klar, ich lasse euch nicht alleine. Obwohl man, ihr sonst wisst es ja. Vielleicht doch ein bisschen aufs Radar gucken nebenbei, weil das irgendwie... Ja, da hast du recht. Bevor wir irgendwas im Anflug verpassen. Ja. Das wäre ja zum Beispiel auch doof. Ist genauso doof. Dann gucke ich auf den Chat. Und wir gucken dann, wenn irgendwas schief läuft, werden wir eh angerufen von unserem
VAR aus Köln oder von wem auch immer, ne? Von Martin. Guy guckt auch aufs Radar. Der hat Lufthansa A321 aus Mailand in 10 Minuten. Wir haben Andy mit der United 777 in 5 Minuten. Dann hat der Guy für uns noch den Babybus A318 aus Bukarest in 17 Minuten. Bernie grüßt aus Nürnberg und bestätigt, dass der Ton soweit okay ist. Und wir versuchen mal, mach mal mit, Jakob hier im Wave. Das klappt aber so nicht. Was hat denn für ein Sticker da vorne links? Den kannte ich noch nicht. Was ist das für ein Sticker unter dem Iti? Was steht denn da drauf? Könnt ihr das mal nachgucken? Das wäre toll. Ich könnte das nicht lesen. Ich gehe jetzt zu schnell. Sorry. Bruce hat für uns Turkish Airbus A330. HB Hagen fragt nach der APU. Die ist eigentlich ständig bereit. Und du hast recht, wir sollten das mal ausprobieren, ob die Aviation Phone Unit überhaupt funktioniert bei dem Krach von der A5. Deswegen, wenn der Martin gerade zuhört. Jetzt kommt gleich die türkische A330 im Landeanflug. Ja, wunderbar. Dann müssen wir uns nochmal absprechen. Super, Jakob, dass du mich daran erinnert hast. Aber wenn die APU gleich läuft, ja, dann musst du still sein, weil du hörst ja das nicht, wenn der Martin spricht. Alles klar. Patrick grüßt aus der Schweiz. Guten Morgen. Die Romeo Alpha dreht hier ihre Runden über die Taxiways. Auch sehr schön. Und Freddy erklärt noch was. Aktuell gibt es weiterhin auch in Frankfurt Probleme mit dem Ladepersonal aufgrund von Personalmangel. Also Verzögerung in der Abfertigung muss man immer mitrechnen. Spellwork hat nochmal nachgeguckt, was da bei der Air Dolomiti für ein Aufkleber drauf ist. Offenbar macht er Werbung für irgendeine Opernveranstaltung. Könnte eine Konzertreihe sein oder irgendwie sowas. Da ist ja Italien bekannt für. Wenn ihr da mal eine Chance in eurem Leben habt, ein Ticket für die Mailänder Scala zum Beispiel zu ergattern, dann macht das. Das ist unglaublich. Auch schon mal gemacht. Wirklich gut. So, und da kommen wir mal zu der Möglichkeit, die APU zu testen. Jetzt brauchen wir dann auch nachträglich euer Feedback, ob das so funktioniert. Mit dem Martin, der ist jetzt gleich am Telefon. Kleinen Moment. Wir haben Anflug auf die Dach West, aber versuch's einfach mal und ich sage erstmal guten Morgen, kann man dich hören? Schönen guten Morgen von der APU aus Krefeld. Unterbrech mich, wenn da doch dann tatsächlich wieder was Spannendes im Anflug ist, dann setze ich kurz aus. Haben ja heute ein prall gefülltes Programm, wie du schon gesagt hast, und da schieße ich doch gleich mit zwei, drei Infos mal vorneweg. Wir haben ja das Thema Saftschubser, was insofern ja auch immer mal wichtig ist für viele zu wissen, dass die Flugbegleiter ja primär eine Sicherheitsfunktion haben und eigentlich gar nicht ursprünglich für den Service installiert wurden. Und von der Seite eben primär das Flugpersonal oder das Kabinenpersonal dafür da ist, für die Sicherheit der Passagiere zu sorgen. Insbesondere sollte evakuiert werden müssen. Und da ist es dann mit der Zeit etabliert worden, dass dieses Personal dann natürlich auch Serviceaufgaben übernimmt und ausführt. Aber da solltest du definitiv mit unserem Gesprächspartner auch nochmal zu dem Thema Sicherheit, Aspekt und Anwesenheitspflicht
da Frage und Antwort einfordern. Super. Und was ja auch Thema der Woche war, neben jetzt dem heutigen Hashtag Saftschubser, ist die Geschichte mit den Neo-Engines. Kannst du da mal kurz eine Zusammenfassung machen? Genau, also vielleicht machen wir dann, wenn es etwas ruhiger ist, ich verstehe dich gut, ich weiß jetzt gerade, weil ich den anderen Hörer aus dem Ohr habe, nicht, wie alle anderen hören. Ja, mit dem Pratt & Whitney-Thema, das wird wohl ein doch riesengroßes Thema, jetzt nicht aus dem Sicherheitsaspekt, denn da scheint sich jetzt abzuzeichnen, dass es primär ein Qualitätsproblem ist, um die Triebwerke qualitätsmäßig am Laufen zu halten und Schäden zu vermeiden. Dem letzten Stand nach sind über 1000 Triebwerke betroffen, bitte Entschuldigung, nicht über 1000 Triebwerke, sondern über 1000 Flugzeuge von Airbus mit diesen Pratt & Whitney Triebwerken betroffen, die wohl dann bis Ende 2024 in die Technik bzw. in die Maintenance gehen müssen. Es wird auch erwartet, dass es teilweise schon Groundings geben wird, einfach um Schäden an den Triebwerken von schwerem Ausmaß zu vermeiden. Und ich gehe davon aus, dass das ganz schwere Turbulenzen in den Flugplänen auslösen wird, denn wenn doch eine, sagen wir mal, größere Anzahl dieser Flugzeuge auf den Boden muss, die zu ersetzen, wird nicht ganz so einfach. Und um beim Beispiel Frankfurt zu bleiben, die Lufthansa selber ist allein mit rund 50 Flugzeugen davon betroffen. Und jetzt höre ich dich nicht, deswegen lass mich dann kurz nochmal den weiteren Sprung machen. Dann war natürlich die Frage, was hat es mit dem Condor, mit der Romeo India Aufsicht, die ja auf dem Weg, glaube ich, nach Seattle oder Vancouver war, umgedreht ist. Das ist aus Airliner Sicht jetzt nicht etwas allzu Ungewöhnliches, denn wenn ein technisches Problem ist, dann wird abgewogen, lande ich irgendwo zwischen oder fliege ich zur Homebase zurück, wo die Technik mit allen Ersatzteilen und einem Know-how-Faktor vorhanden ist. Und dementsprechend hat man sich bei Condor entschieden, dann wieder zurück nach Frankfurt zu fliegen. Und ich sehe gerade mit Versatz, dass gerade Iran Air zur Landung ansetzt. Da seid ihr schon ein paar Sekunden weiter. Was auch noch ein weiterer interessanter Fakt für Iran Air ist, warum kommen sie mit Großraumgeräten nach Deutschland? Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Nachfrage hoch ist, sondern Iran Air ist sanktioniert. Das heißt, Iran Air bekommt beispielsweise in Deutschland keinen Sprit. Das heißt, sie müssen ihre Flugoperation so auslegen, dass sie ausreichend Fuel für den Rückflug gleich mit an Bord haben. Das kann mit einem Kurz- und Mittelstreckenfluggerät so nicht gewährleistet werden bei über 5 Stunden Richtung Iran. Deswegen kommt Iran Air mit dem A330. Und wenn sie Sprit bräuchten, dann wären sie dazu gezwungen, in Italien zwischenzulanden, denn dort würde Iran Air noch Sprit bekommen. Ja, vielen Dank, Martin. Ich denke, das reicht jetzt für das Erste. Wenn du gleich noch was hast, bist du natürlich herzlich eingeladen, dich bei uns zu melden. Gerne, gerne. Wünsche viel Spaß allen Plane Junkies und bis später. Danke, tschüss. Immer wieder schön, Martin zu hören mit seiner Fachinformation und sein. Ja, so, ich habe gerade noch die Info bekommen, mein Cousin fliegt heute auch von Frankfurt aus tatsächlich. Der ist gleich in der Qatar Airways drin, aber den werden wir wahrscheinlich nicht drauf bekommen von hier aus. Oder? Kommt doch an, wo es startet, ne? Schauen wir mal. Die soll laut Flightradar 10.48 Uhr rausgehen. Also haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ist übrigens eine Sonderlackierung zur FIFA World Cup Livery immer noch. Ich vermute mal, sie ist noch drauf. Ist zwar ja schon ein bisschen her, aber sehen wir ja dann gleich. Dein Cousin ist unterwegs und wo geht's denn hin? Bleibt er in Doha? Also es geht nach Doha und weiter weiß ich gerade noch nicht, da warte ich noch auf Info. Das müsste ich mal gucken. Jetzt kommt der Babybus, der richtige Babybus, nämlich ein Airbus A318, ganz selten nur noch in Europa zu sehen bei Taron und Air France, wenn Air France ihn überhaupt hat.
Der kleinste Airbus A318 in der Reihe der A320 Family. Das ist ein Babybus. Ja, ihr habt das gerade gemerkt beim Gespräch mit dem Martin, war das so, dass leider mein Chat sich auch verabschiedet hat. Das heißt also, wenn ihr Rückfragen hattet, dann habe ich die leider nicht gesehen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber kannst du nichts ändern. Und zweitens haben wir alle einen Versatz. Ne? Wenn ihr also zu Hause schaut, dann seid ihr 15 bis 20 Sekunden hinter uns. Und für den Martin ist das dann, wenn er mit uns telefoniert, genau das Gleiche. Der sieht ein anderes Bild als das, was wir hier in Realität haben. Witzigerweise hat ja Flightradar 24 auch einen Versatz von ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Deswegen erscheint das relativ parallel, immer wenn man beides beobachtet, unser Bild und das Radar. Jetzt haben wir im Bild Eurowings Discover, jetzt heißt die ja Discover Airlines. Was haben wir denn da Schönes, weißt du das? Ich bin am Schauen. Auf der Bahn 25 Center. Ich komme gleich auch zu euch wieder in den Chat. Über 500 Zuschauer jetzt dabei. Guten Morgen. This is Planespotting Live from Frankfurt Airport. We are at ja, position Planes, yeah. Air Bridge Memorial. Ja, genau, was hast du mal? Das ist die Discover Airlines A330 nach Calgary. Also auch der geht nach Kanada und hier haben wir relativ viel Aufregung, weil was auf die 25 links zukommt. Genau, jetzt kommt nämlich auch ein A330, aber ein Neo der Condor aus Las Vegas. Der hat Vorrang vor der Discover Airlines. Bei uns jedenfalls. Hier haben wir das Glück, dass beide im Bild sind. Das hatten wir vorhin schon mal mit der United. Welcher Romeo war das denn? Kannst du das nochmal eben sehen? Ja, sofort. Das war die DANRL, also Lima. Romeo Lima. Ja. Das müsste eine der jüngsten sein. Ne? Aber die allerjüngste ist ja die blau-weiße. Aus dem Juni 23. Ja, die ist also auch fabrikneu, kann man sagen. Yeah. Wenn sie von Juni ist, sicherlich neuer als dieser Iran Airbus A330, den wir hier im Bild haben. Genau, den Iran Air hatte ich letztens auch in Köln-Bonn gesehen am Flughafen. Habe ich sonst auch vorher noch nicht gesehen, Iran Air. Du warst ja in letzter Zeit viel am Flughafen Köln-Bonn unterwegs. Erzähl mal, wie ist das Planespotting da? Kannst du eine bestimmte Stelle empfehlen? Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten in Köln. Am einfachsten, wenn man eher am Flughafen sein sollte, ist natürlich die Besucherterrasse, die sich da sehr gut anbietet, die sich im Terminal 1 befindet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch zum Beispiel für Leute, das ist jetzt nicht direkt ersichtbar, aber in der Nähe befindet sich auch ein Aufzug für Leute, die jetzt zum Beispiel mit Rollstuhl oder Krücken oder wie auch immer. Sonst gibt es ganz normal die Treppe. Muss man immer ein bisschen schauen, wegen den Öffnungszeiten. Die hat, ich meine, von 6 bis 22 Uhr auf. Vorletztes Mal, wo ich da war, hatten wir ein bisschen das Problem, da wurde dann wegen Gewitter geschlossen. Das kann natürlich passieren bei sowas. War ich zusammen mit Kai A. Hortmann unterwegs. Genau, dann waren wir noch an einer anderen Stelle, waren wir am Radarturm, also einmal genau gegenüber von der
oder so ein bisschen schräg gegenüber von der Besucherterrasse. Das ist halt kein ausgewiesener, oder da wo wir waren, ist kein ausgewiesener Spotterpunkt. Da muss man halt ein bisschen schauen. Wir haben tatsächlich durch den Zaun gefilmt, was man aber tatsächlich im Bild an sich nicht so gesehen hat. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sonst auch mal beim Kai vorbeischauen. Der hat da die Videos, die Livestreams, das kann man sehen. Der hat bisher, glaube ich, 2 oder 3 Livestreams gemacht. Da kann man das gut nachverfolgen. Ja, vielen Dank, Jakob, für diesen Eindruck aus Köln-Bonn. Ja. Jetzt im Anflug die Lufthansa aus Zürich, A319. Vielleicht nochmal A319, der soll ja größer sein als der A318 von Tarom, der im Hintergrund über Taxiway Mike rollt in unsere Richtung, zeige ich euch jetzt sofort. Und dahinter nochmal der Airbus A330 von Iran Air. Also die typische Action hier am Freitag, Mittwochmorgen. Denkt nochmal dran, wir sind jetzt bis zur Mittagszeit da. Und dann machen wir eine kleine Mittagspause und dann werden wir den Nachmittag von anderer Stelle wahrscheinlich mit euch zusammen hier genießen. Und das ist wirklich ein beeindruckendes Flugzeug, vergleichsweise riesengroßes Leitwerk. Das schwerste Teil an dem Flugzeug ist das Leitwerk hin. Jetzt gleich im Anflug kommt auch ein interessantes Flugzeug. Also mir gefällt die Lackierung zum Beispiel auch gut. Das ist nämlich MEA, also Middle East Airlines A321neo aus Beirut. Ich komme gleich zu eurem Chat. Keine Angst. 550 Zuschauer dabei. Bitte teilt den Stream. Wir sind nach 2 Monaten endlich wieder in Frankfurt. Und wir wollen mit euch die Zeit genießen und richtig, richtig Gas geben. Unser heutiger Hashtag ist Saftschubser und wir haben schon drüber gesprochen. Es geht gleich weiter damit. Wenn ihr Anmerkungen habt, hier ist schon wieder eine Air Canada mit der Zahnpasta-Livery im Hintergrund, gerne in den Chat reinschreiben. Bernie hat für uns in 2 Minuten den King of the Skies, was? A380 oder eine Queen? Wir warten eigentlich auf eine 747. Ja, da kommt auch als übernächstes 747 aus Sao Paulo. Oh, Manu Heber hatte die gleiche Bekannte, die unterwegs ist mit dem Flugzeug. Die hat ein Iran Air 747 SP-Abenteuer hinter sich. So, Thomas, als nächstes im Anflug Speedbird aus London City. Und dahinter kommt dann die 747. Gut, dann konzentrieren wir uns auf die 747. Bleiben wir so lange mal hier in dem Bereich. Da gucken wir mal, was wir da für euch haben. Ich sehe da eine Air China. Ich sehe Eurowings Discover, jetzt Discover Airlines und eine Lufthansa, könnte auch ein A330 zwischen den beiden sein. Muss ich mich auch erst ein bisschen umgewöhnen, wieder mit, jetzt, dass man dann nicht mehr Eurowings Discover, sondern Discover, weil das war ja immer so. Ja. Aber die neue Lackierung gefällt mir echt gut von Discover Airlines, also ist auf jeden Fall auffällig. Wenn ihr mehr zum Thema Lackierung Eurowings Discover, jetzt Discover Airlines, hören möchtet, dann empfehlen wir den Podcast Luftraum. Der Christopher Scheffelmeier hat dort mit den Verantwortlichen gesprochen und die haben das auch erklärt, was die Farben bedeuten sollen. Da geht es viel um Wasser, Sonne, Horizont und solche Sachen. Dass man da so alles rauslesen kann aus einer Flugzeuglackierung. Da haben sich Leute schwere Gedanken gemacht. Podcast Luftraum mit Christopher Scheffelmeier. Wir warten auf die Queen of the Skies. Welche Bahn willst du denn nehmen? Die 25 Center? Da ist noch eine Queen unterwegs. Guck mal hier auf dem Radar.
Das ist auf jeden Fall die Yankee India. Eine 747-800. 10 Jahre alt. Die jetzt gleich kommt aus Sao Paulo. Aus Sao Paulo, Brasilien. Und das ist HB Hagens, Queen of the Skies, weil er da gerne hin möchte. Seine Freundin ist Flugbegleiterin bei LATAM. Dann noch der Hinweis, dass Lufthansa dann die neue Strecke nach Rio de Janeiro einführt. Und da wird auch zu bestimmten Saisonzeiten mit einem Dreamliner geflogen. Ist übrigens Platz 6 weltweit aktuell bei Flightradar. Cool. Welcome back in the home of the Queen of the Skies. Man muss sagen, dass Frankfurt die Heimat der Königin der Lüfte in Europa ist. Definitiv nirgendwo kann man so viele 747 Passagiermaschinen an einem Platz sehen. Genau, da hinten landet jetzt die Air Canada aus Calgary. Ein 787-8 Dreamliner. Dann laut unserer Definition ein Babyliner, der kleinste Dreamliner in der Reihe 787-8, 9 und 10. Mal gucken, wo die Condor hinrollt. Die ist ja unter dem Gebäude weg. Martin ergänzt nochmal, dass das ein Shift ist mit der Rio de Janeiro Verbindung der Lufthansa. Die ist also jetzt die sind mit A340 unterwegs von München nach Rio und das wird geschiftet auf Frankfurt-Rio mit dem Dreamliner. Dominik Knebel hat da einen Begriff für das, was wir gerade gesagt haben. Das ist Queentown Frankfurt. Sehr guter Begriff. Stefan hat nochmal den Tipp, dass man sich die neue Condor-Lackierung auch bei Pascal von Aeronews Germany nochmal erklären lassen kann. Es gibt auch eine Webseite von der Condor, wo das alles erklärt ist. Blau-Weiß heißt zum Beispiel C, ne? Ja, sage ich das immer C und es ist gar nicht C. Dann haben wir Grün-Weiß, wird als Island bezeichnet. Rot-Weiß ist Leidenschaft. Passion is our compass. So, jetzt kommt eine Lufthansa Cityline aus Genf, eine Embraer 190. Mir die Frage stellen, warum macht man das selber mit Embraers und überlässt das nicht Air Dolomiti? Dafür hat man ja den Partner für solche Strecken. Falls jemand von euch da eine Antwort auf so eine komische Frage von mir hat, dann gerne in den Chat reinschreiben. Ja. Ja. Bernie hat für uns die nächste Queen of the Skies, Lufthansa aus Buenos Aires. Also die beiden langen bzw. fast längsten Strecken in der Lufthansa, im Lufthansa-Flugplan. Die kommen jetzt zurück. So, und als nächstes kommt jetzt die United aus Chicago, ein 787-10. Also gerade Air Canada Babyliner und jetzt der Tenner 787-10 United.
This is Planespotting Live from Frankfurt, Germany. My name is Thomas and our channel name is Plane Mania. Please feel free to like and share this stream. Andy fragt, ob die Yankee Sierra auf die Nordbahn geht. Welche? Habe ich nicht mitgekriegt. Glaube ich nicht. Bernie hat die Höhe reingeschrieben. Ich spreche schon wie meine dreijährige Tochter. 2300 Fuß. 600 Zuschauer dabei. Vielen Dank fürs Teilen. 10.29 Uhr. Das ist Planespotting Live mit Playmania. Mein Name ist Thomas und neben mir am Mikrofon ist der Jakob. Hallo. Der unterstützt uns. Also Chatmoderator Jakob livehaftig am Start. Genau, heute mal wieder nicht nur im Chat, sondern heute mal wieder vor Ort. Guy schreibt nochmal rein, wie die Kondorfarben gemeint sind. Blau ist Ocean. Genau, ich sage immer Sea. Ah ne, Quatsch, Ocean kann nicht sein. Weil Ocean haben die das ganz sicher nicht genannt. Dann haben wir Grün für Island. Das Beige ist Beats. Und das Gelb-Weiß, es gibt ja zwei gelbe Farben, so ein Braun-Beige, das ist Beach. Und das Gelbe, das Knallgelbe ist Sunshine. Und wir haben das ja mitgekriegt in Palma mit dem Unfall, das war mit der Sunshine-Livery. Eine 757 der Condor ist dort angebupst worden von der Air Europa. Wir sind uns alle noch nicht so ganz im Klaren, ob das jetzt ein größerer Schaden war oder was Kleines eher. Aber jetzt kommt die Queen of the Skies, All Rise. Aus Buenos Aires. Aus Buenos Aires. From Ezeiza, EZE. Königin der Lüfte, was für ein Brummer, was für ein schönes Flugzeug. Da hat sich jeder Kilometer Anreise gelohnt, um dieses Flugzeug direkt vor uns hier auf der Bahn 25 links landen zu sehen. Ja, 4-Engines hat man ja leider in Berlin nicht. Ja, bleibt geschmeidig, Jakob. Heute Morgen war die USC A340 in Berlin ein Sonderflug, ja. Okay, habe ich schon nicht gesehen. Weil Union Berlin-Fans heute Morgen nach Madrid zum Auswärtsspiel in der Champions League geflogen sind. Stimmt, aber da war ja was. Einige Sondermaschinen da, zum Beispiel Iberojet mit einem Airbus A330neo. Genau, und dann war auch noch, noch ein A330, jetzt habe ich aber die Lackierung schon wieder vergessen. Oder den Namen, Airline war aber auch eine schöne Lackierung mit Rot. Ja. War aber nicht Iberia oder so. Da war ein Flugzeug, was sehr nach Air Berlin aussah. Genau. Ist aber früher in der türkischen Flotte gewesen. Rot-Weiß, A330. Charterfluggesellschaft, Namen habe ich auch vergessen, habe ich auch noch irgendwas nie gehört. Irgendwas mit M, glaube ich. Irgendwas also. Mit M, ja. Vielleicht also, weiß der eine aus dem Chat das. Ist auch eine 9H Registry gewesen, also. Jetzt machen wir mal heiteres Flugzeugraten. Da brauchen wir die Leute, die ganz am Anfang unseres Livestreams heute dabei waren. Was steht da neben der Condor? Ich brauche von euch den Flugzeugtyp und die Airline. Das Weiße neben der Condor. Und Martin hat für uns Malit Aero. Ah, ja, sitzt, irgendwas mit M wusste ich noch. Aber sitzt auf Malta. Der A330 von denen, der war heute Morgen in Berlin, ist jetzt in Madrid. Was ist da neben der Condor? Flugzeugtyp und Airline bitte. Genau, jetzt kommt noch die ITA Airways. In der alten Alitalia Livery. Genau. Ist ja auch schon retro. Ja. Hat ja heute im Stream auch schon die neue drin gehabt, das hatte ich ja. Ja.
fürs Auge ist das Retro. So, von euch kommen die Hinweise, was das sein könnte. Daniel schreibt 777 United. Mike Harnisch bestätigt auch 777. Damit seid ihr auf der richtigen Fährte. Mike Harnisch sagt auch nochmal, dass das Heck eine Lackierung der Star Alliance ist. Genau, dann zeigen wir euch das auch nochmal. Das ist eine Star Alliance Lackierung, ist aber genau umgekehrt. Normalerweise hat man ja zum Beispiel was Dunkles und dann die 5 Sterne. Und Markus aus L ist genauso wie der Alexander ganz nah dabei. Das ist eine Singapore Airlines 777-300ER. Die haben wir vorhin bei der Landung gefilmt. Und die ist in der Retro-Livery. Und jetzt haben wir wieder 2 für 1. 2 Flugzeuge in einem Shot. Aer Lingus aus Dublin. Korrekt. Und auf der Nordwestbahn landet Discover Airlines A330 aus Orlando. Super, Jakob. Vielen Dank für die Infos, die du immer hier ergänzend reinhaust. Sehr gerne. Das hatten wir vorhin bei der Embraer schon mal, dass es doch zu einem längeren Flair kommt. So, jetzt habe ich jetzt ein bisschen arg geschwenkt. Also Nordwestanflüge nehmen wir mit, wenn es Sinn macht, wenn es gerade passt. Ansonsten verschwinden die hinter dem Terminal 1 und sind aus Kamerasicht Prio 2 am heutigen Tag. Wir haben so viel Action hier auf den Bahnen 25 Center und 25 Links und warten auch, dass die Sonne rauskommt. Wir haben eine Unterstützung und zwar von der Coco 24 grüßt vom Affenfelsen mit 2,49 Euro im Superchat. Vielen Dank. Moderator Sebastian Kolze ist auch am Start. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian. Guten Morgen. Oh, als nächstes im Anflug, Thomas. Ja. TUI 737 MAX-8 eben noch beim Flughafen gewesen, aus Palma de Mallorca. Eben noch Thema gewesen, Palma de Mallorca. Dann müsst ihr jetzt gleich auftauchen. Ich hab schon. Ja. Langsam Queen Time. Und ihr seht es ganz klar, Condor setzt farbliche Zeichen hier in Frankfurt. Das ist auch das weltweite Home of Ringelsocke. Oh yes. Da brauchen wir nochmal einen Begriff für. Skycrosser grüßt, thanks a lot for your kind words. Patrick fragt, wie lange wir jetzt hier am Start bleiben. Wir machen jetzt den Vormittag und Mittagszeit so ein bisschen mit. Dann sollte eine größere Mittagspause Kräfte und Batterien aufladen. Und dann sind wir am Nachmittag nochmal da. Und wir sehen jetzt im Hintergrund auf der Nordwestbahn gleich zur Landung ansetzend die Sun Express 737 mit der Speziallackierung. World's Best Leisure Airline. Genau, das ist die TCSEU, die 7 Jahre alt. Es ist eine Skytrax-Auszeichnung. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er das für eine vertrauenswürdige und hilfreiche
Bewertungsplattform hält. Skytrax sagt ja, dass es aufgrund von Passagierbewertungen zu diesen Ergebnissen kommt. Und als nächstes landet jetzt die Air Canada aus Montreal, A330. Wow, im Anflug. Yes. Schlag auf Schlag. Giuliano, wann heute Nachmittag? Kann ich dir noch nicht hundertprozentig sagen. 15 Uhr, 15.30 Uhr, 16 Uhr, irgendwas in dem Dreh. Für mich sieht das so aus, dass eine Lufthansa 747 zum Start rollt auf der Bahn 25 Center. Niklas fragt nach Airbus A380, kann ich dir aktuell nicht sagen. Sebastian hat für uns die ganzen Links zu Planemania, Instagram, zu TikTok und Facebook. Vielen Dank. Auch das Glossar nochmal verlinkt. Das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Wenn ihr Begrifflichkeiten hört und nicht wisst, was das bedeuten soll, steht es vielleicht in unserer Erklärungsliste auf der verlinkten Webseite. Das Hupen im Hintergrund gilt Fotografen, die auf der Autobahnbrücke stehen. Die 747, die da rollt, das müsste die 747-800 nach Houston sein. Das Houston, ist Texas. Die USA. Yankee Delta. Yankee Delta. Danke, Jakob. Freddy schreibt rein, ich sehe gewisse Ähnlichkeiten zur FIFA und Skytrax. Insider werden jetzt verstehen, was ich meine. Ich gebe das so unkommentiert weiter mit einem Zwinker-Smiley, lieber Freddy. Freddy, wenn du Bock hast, dann können wir das gleich starten, was wir besprochen haben. Wir nehmen aber jetzt nochmal die Dornier. Ist das eine Dornier? Ja. Die kommt aus Ostrava, MHS Aviation, Dornier 328. Die DCIRP. Einer der wenigen Props am heutigen Tage. So, und im Hintergrund landet die United 777 aus Houston. Passend dazu steht ja die 747 nach Houston auf der Bahn gleich. Also ist mal wieder Double Time. Wir bleiben bei der 747, weil die United ist auf dem Weg zu Nordwest. Guy hat für uns Lufthansa 447 in 8 Minuten und die Lufthansa 457 in 9 Minuten. Also es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Karl hat für uns um 13.28 Uhr Emirates mit dem Airbus A380, wenn der relativ pünktlich ist. Wie viel Uhr? 13.28 Uhr, schaffst du das noch? Ja, das schaffe ich gerade noch so. Danach müsste ich wahrscheinlich dann, ich habe mir mal so grob 13.30 spätestens Abfahrt eingeplant oder 13.45. Also, da wäre die Frage, wie pünktlich der ist. Der A380 von Emirates wäre eigentlich ein super Close-Out-Kandidat für uns und die Einläutung der Mittagspause. Kann aber sein, dass ich dann kurz vorher schon abbaue, aber du kannst ja noch dann den Emirates A380 als Close-Out machen. Ja. Klingt jetzt für mich nach einem Plan. Ich
Wenn der Freddy am Start ist, dann kann er seinen Apparat in Bewegung setzen. Denkt nochmal dran, heute ist unser Hashtag Saftschubser und wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen. Einige von euch haben ein paar Assoziationen reingeschrieben. Das ist natürlich ein provokanter Hashtag. Und jetzt haben wir die Condor aus Olbia von European Air Charter im Auftrag für Condor. Flugzeuge, die nicht durchgestreift sind, die werden als Sneaker Livery bezeichnet. Und nur hinten am Heck. Gestreifte Lackierung. Und da ist noch eine andere Lufthansa auf der 25 Center, also dass die Queen sich aktuell nach Houston noch nicht weiter bewegt. Karl Wanitschek hat für uns schon die aktuelle Zeit rausgesucht, also das wäre 13.28 Uhr ist die erwartete Ankunftszeit. Die geplante war 13.15 Uhr. Sebastian Kolze schreibt nochmal rein, dass der Lufthansa-Reifenschädling aus Ibiza, dass der um 16.59 Uhr, also 17 Uhr hier erwartet wird. Also da gab es einen Reifenschaden bei der Landung in Ibiza. Zwei Räder mussten getauscht werden. Das Flugzeug kommt heute zurück. Und wir haben jetzt gleich einen Gast an der APU. Das ist die Aviation Phone Unit. Moment, das ist doch mal im Hintergrund. Guten Morgen, Freddy. Können wir dich hören? Hallo. Ja, alles wunderbar. Hallo, Freddy, mich hören. Ja, warte, ich muss dich noch näher machen. Wenn du auch näher an das an dein Gerät kommst, wäre das auch schön. Ja, passt das jetzt besser? Ja, so ganz leicht besser. Ihr könnt auch gerne in den Chat reinschreiben, ob das von der vom Ton und von der Verbindung klappt. Lieber Freddy, das Erste, was wir von dir wünschen, wäre, dass du mal kurz erklärst, du bist ein sogenannter Saftschubser, unser Hashtag des Tages, du hast es mitbekommen. Stell dich noch mal kurz vor, was machst du, auf welchen Strecken bist du unterwegs? Und dann sprechen wir mal über das Thema Flugzeugkabine. Ja, an der Stelle erstmal guten Morgen und hallo an alle Zusehenden von Plane Mania. Ja, ich bin der Freddy. Ich fliege aktiv für den Kranich in Frankfurt und bin aktuell auf der Kurz- und Mittelstrecke unterwegs. Hab jetzt schon so ein paar Airlines gesehen gehabt, von Langstrecke bis Kurz-Mittelstrecke, Five Star bis Ultra Low Cost und habe da ja einige Einblicke in die Luftfahrt tatsächlich bekommen dürfen. Als auch negativ. Bitte, ich habe das jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Ja, immer wenn ich so ein bisschen leise bin, dann landet gerade eine Maschine oder startet, deswegen muss man ein bisschen warten. Da ist gerade die Lufthansa mit der 600er Livery gelandet. Kennst du die? Bist du auch mal mitgeflogen? Kenne ich, bin ich noch nicht mitgeflogen, aber bin ich schon des Öfteren mal dran vorbeigefahren, weil sie öfters mal an Außen steht. Ja. Wir hatten vorhin das Thema Saftschubsen und ja, das ist ja eher so ein despektierlicher Begriff, wo man Flugbegleiter oder Flugbegleitende als Servicekräfte so deklariert, aber ihr seid ja viel, viel mehr. Wir hatten das auch angesprochen. Wir haben eine sehr umfangreiche Sicherheitsausbildung und ihr seid für Sicherheit an Bord zuständig. Kannst du uns das mal skizzieren? Wie muss man sich das vorstellen? Ihr müsst mit vollen Klamotten in Swimmingpools reinspringen oder wie sieht das aus? Ja, genau. Also der Mann hat das gerade tatsächlich schon super erklärt. Also hauptsächlich sind die Kabinenbesatzung für die Sicherheit an Bord zuständig. Der Begriff Saftschubser kommt einfach daher, da natürlich viele Gäste gar nicht wissen, warum wir an Bord sind und unsere Hauptaufgabe gar nicht sehen, sondern lediglich, wie wir meistens Getränke und Essen verteilen. Es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, die Ausbildung ist wirklich richtig, richtig
nicht hart, also das ist wirklich kein Zuckerschlecken und bei Lufthansa nennt man das Ganze auch gerne Barbie Bootcamp. Also es ist wirklich so, dass man, wie du gesagt hast, mit Klamotten, zieht man sich meistens noch so ein Overall an, dass man ins Wasser muss, man muss sich im Wasser die Schwimmweste anziehen, ausziehen, die Leute quasi abschleppen. Die Airlines, da musst du noch von 3-Meter-Brett springen, du musst in ein Notfloß quasi einsteigen können und man glaubt es nicht, aber das ist ultra schwierig, in so eine Rutsche, in so einen Notfloß einzusteigen. Da musst du das aufbauen können, also das ist schon wirklich anspruchsvoll und wirklich sehr, sehr heavy. Wir haben gerade einen 747 Takeoff. Erste Frage, die ja viele an dich stellen, ist wahrscheinlich auch, warum bist du jetzt kurz- und Mittelstrecke unterwegs und hast du perspektivisch mal vor, die Langstrecke auszufliegen? Ja, kurz- und Mittelstrecke ist für mich jetzt gerade für meine persönliche Lebensplanung einfach das Beste, weil ich außerhalb der Fliegerei im Fußball sehr, sehr viel unterwegs bin. Ich bin dann noch auch als Kurier tätig, als Onboard-Kurier, wo ich hauptsächlich Langstrecke sehe. Ich bin auch schon mal eine Langstrecke geflogen. Ich will das kategorisch erstmal nicht ausschließen. Mal gucken, was kommt. Jetzt aktuell nicht. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile und es hängt auch von jedem persönlich ab, wie so die Einstellung ist, ob man auch mit Langstrecke zum Arbeiten. Und aber ausschließen würde ich das auf gar keinen Fall, weil die Langstrecke ist natürlich definitiv was Besonderes. Wir nehmen den A340 ab jetzt. Der kommt aus Boston. Wir haben uns ja über den Lars F. Korsten kennengelernt. Du bist ja ein regelmäßiger Gast, auch in seinen Shows. Ich glaube, Sonntagabend ist so eine regelmäßige Geschichte. Frequent Traveler TV, wer das noch nicht kennt, bitte mal bei YouTube nachschauen. Und jetzt hast du das gerade erwähnt, du bist auch als Kurier unterwegs. Kannst du uns dazu was verraten? Was machst du da? Wie läuft das? Wie wird man dafür bezahlt, dass man da irgendwas, was transportiert man da und solche Sachen? Ja, sehr gerne. Wenn ich da kurz vorher, ich habe nämlich eine Frage im Chat gesehen und zwar kam gerade von Matthäus die Frage rein, was passiert, wenn Passagiere nicht drehen oder ob wir Handschellen oder Waffen zur Selbstverteidigung an Bord haben. Das ist eine sehr spannende Frage. Und da kann ich sagen, ja, wir haben Handschellen an Bord tatsächlich und es gibt eine Verteidigungstaktik zumindest, die man an die Hand bekommt. Und wir dürfen auf Anweisung vom Kommandanten tatsächlich dann auch Handschellen anlegen. Also die Möglichkeiten gibt es tatsächlich. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich bin schon seit einer guten Weile, anderthalb Jahre ungefähr, als Onboard-Kurier tätig. Das heißt, ich werde dann gerufen, wenn irgendwo ad hoc Sachen transportiert werden müssen, Ersatzteile oder auch NG-Ersatzteile für Flugzeuge. Heißt, ich kriege einen Anruf und dann heißt, kannst du in 2-3 Stunden am Flughafen sein und da und da und dahin fliegen. Von der Bezahlung her ist das tatsächlich ganz unterschiedlich. Je nachdem, wie lange du weg bist, wo du weg bist und ob kurz- oder Langstrecke. In der Regel sind das so zwischen 150 bis 600 Euro pro Auftrag. Von daher, das variiert. Und das Schöne ist, du kannst dabei auch Meilen sammeln. Ist das richtig? Ich weiß das nicht. Ja, genau, das ist richtig. Das ist wirklich ein sehr, sehr toller Nebeneffekt, was ja bei mir tatsächlich vorher gar nicht so zu tragen kam, weil als Mitarbeiter kann ich ja sehr, sehr vergünstigt fliegen, sammle daher normalerweise keine Meilen und dadurch bin auch ich dann ans Meilensammeln gekommen. Okay. Nochmal ein technischer Hinweis, ich kann jetzt also den Chat leider nicht sehen, weil mein Smartphone das abschaltet, wenn wir telefonieren. Ich gucke mal eben beim Jakob nach, ob es da noch Fragen gibt, die ich da mal raussuche.
Wir haben noch eine 747 aus Los Angeles im Anflug, hat der Jens Walter reingeschrieben. Die eben gelandete 787-9, der Dreamliner von der Lufthansa, kam aus Denver. Wir haben jetzt hier einen, der sich gleich bereit macht für den Takeoff auf der 25 Center. Dann unterhalten sich hier Leute über ihre letzte Karibikreise. Niklas meint, das Schwimmprogramm ist doch nicht ganz so schwierig. Ist für jedermann unterschiedlich. Ich sag mal, mit vollen Klamotten da in so einen Pool reinspringen, das muss man ja erstmal ein Gefühl dafür bekommen. Ich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, auch obwohl ich meine, ich wäre ein ganz guter Schwimmer. Ja, das ist richtig. Auch da gibt es Unterschiede. Also da gibt es natürlich Airlines gehabt, die da eher ein recht lockeres Programm hatten. Und dann hatte ich auch schon Airlines gehabt, da bist du richtig gekriegt worden. Also da gibt es auch definitiv Unterschiede. Schatzek Rede grüßt den Gast. Ich erkläre es mal, wer jetzt gerade bei uns an der Abholung ist. Das ist Flugbegleiter Freddy, der fliegt für eine große deutsche Airline mit einem Vögelchen am Leitwerk. Und macht dort Kurz- und Mittelstrecke aktuell. Wir sehen jetzt einen Dreamliner, der hier auf die Bahn rollt. Welcher Flugzeugtyp ist denn so aus deiner arbeitstechnischen Sicht eigentlich der idealste bei deinem Arbeitgeber? Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon einige Flugzeugtypen gehabt und die 747 ist auch ein Flugzeugtyp, wo ich sage, das ist schon wirklich ein Träumchen. Das ist auch mein absolutes Erstmuster gewesen. Ich höre aber auch von vielen Kollegen raus, ich selber bin leider nie geflogen, der 380 soll auch super, super angenehm zum Arbeiten sein, sehr, sehr ruhig, unfassbar viel Platz, also da gibt es schon deutliche Unterschiede, was aber auch wirklich, wirklich schön zum Arbeiten ist, ich fliege auch nicht selber nicht aktiv, aber das ist so das Feedback, was ich bekomme und ich bin nur als Passagier geflogen, das ist die 787 einfach aus dem Grund, weil sie so unfassbar ruhig und leise ist und das Ganze wirklich sehr, sehr angenehm macht. Ja, lieber Freddy, ich denke, das war es jetzt erstmal für den ersten Eindruck. Wir würden uns ja freuen, wenn wir immer mal wieder mit dir in Kontakt treten können, wenn wir uns ein paar Fragen für dich aufheben, dass wir die dann aus deiner Kabinensicht besprechen können. Du hörst es im Hintergrund, die A5 ist sehr, sehr laut. Das war jetzt erstmal ein Versuch, dass wir das hier hinkriegen unter diesen sehr schwierigen Bedingungen. Ich hoffe, das hat so halbwegs hingehauen. Ansonsten probieren wir das natürlich auch mal von einer ruhigeren Ecke. An der Stelle erstmal herzlichen Dank. Wenn du noch einen Hinweis hast, gerne jetzt in den Äther jagen. Ja, ich bedanke mich auch und wünsche an der Stelle euch noch ganz viel Spaß und Erfolg mit hoffentlich tollen Flugzeugen noch. Wann bist du wieder on duty? Bitte? Wann geht's für dich weiter? Wann bist du wieder an Bord? Am 26. bin ich wieder on duty, habe dann aber eine Kette aus München. Ah ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und ich sag, dass du noch Fortuna Ole. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja, Freddy ist Fortuna Düsseldorf-Fan. Ja. Unschwer zu erkennen. Ich glaube, er war sogar beim Auswärtsspiel in Rostock. Also total viel unterwegs als Flugkurier. Das ist ja toll, dass wir da auch solche Fragen mal stellen können. Man sitzt stundenlang im Flugzeug und sammelt dabei aber auch ganz schön viele Meilen. Wir nehmen jetzt den Lufthansa Dreamliner kurz mit auf der 25 Center und dann geht es wieder zu euch in den Chat. Interessante Sync Rate.
Und das ist noch von Jakob angesprochen, die Katar. Ist da nicht dein Cousin? Genau, da ist mein Cousin drin. Ja, die hat auch ein bisschen Verspätung, eine halbe Stunde ungefähr. Cousin oder sogar von Jakob mehr. Mal winken, wenn er auf der linken Seite sitzt. Wo er sitzt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass er drin sitzt. Dauert natürlich ein bisschen, bis man die Flugzeuge wieder zurücklackiert hat. Das ist noch ein Flugzeug mit der Werbung für die Fußball-WM im letzten Jahr. Patrick Riedl bestätigt, dass sein Papa auch Fortuna-Fan ist. LKS ist Fan des Wingflexes bei dem Dreamliner, der gerade gestartet ist. Nirgendwo kann man das so schön sehen, wie die physikalischen Kräfte ein Flugzeug in die Luft liften, wie bei dem Dreamliner, wo sich die Flügelspitzen so weit nach oben ziehen. Andi hat für uns Pegasus Airbus A320 im Anflug. Marvin Pfaff bestätigt, dass die Fortuna aktuell ziemlich viel Fortune hat und in der zweiten Liga auf Platz 1 ist. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich vermute mal, die Katar geht auf die 1-8, oder? Lutz Krause ist dabei. Die Katar wird zur 1-8 rollen und wir gehen jetzt zur Pegasus Airbus A320, wie von euch angekündigt. Machen wir munter weiter. Wir brauchen auch einen, der sich mal mit dem A380 von Emirates die ganze Zeit beschäftigt, ob der im Zeitplan bleibt mit 13.28 Uhr. Dann machen wir gleich einen Battery-Check. Und wir könnten noch ein Flugzeugrätsel machen. Nutzen wir die Sekunde, machen wir gerade ein Flugzeugrätsel. Welchen Flugzeugtyp, Airline und ja, Flugzeugtyp und Airline brauchen wir erstmal und ich zeige euch die Flügelspitze. Ich weiß nicht, ob ich es aus Versehen ins Bild schon gebracht habe. Was ist das für eine Airline und was ist das für ein Flugzeug hier im Bild? Falls ihr mal wissen wollt, wie das aussieht, was wir hier vor Ort für einen Aufbau haben, viele fragen ja nach Equipment und so weiter, schaut euch das gerne in einem unserer Videos an. Der Sebastian hat das gerade reingepostet, den Link zu diesem Behind-the-Scenes-Video. Nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten, die das möglich gemacht haben. Gehst du auf den Anflug, Thomas? Da kommt eine 747-8. Was wäre ich ohne den Jakob? Aus San Francisco. Die Yankee, also DABYN, die Yankee Nordpol, beziehungsweise Yankee November, ja. Photobomb Queen. Haben wir schon die Lösung von unserem Rätsel? Patrick Riedl hat reingeschrieben, das wäre eine 787 von Vietnam Airlines. Das ist nicht richtig, aber du bist bei dem Flugzeugtyp schon sehr weit vorne. Flügelspitze und Airline. Kann man auf dem Radar nicht sehen, weil die geschleppt wird. Vielleicht kann ich euch nochmal das Triebwerk zeigen. Ja, das ist jetzt Flügelspitze, Flügel und Triebwerk. Roland Schneider hätte auf Condor 757 getippt und Müsli auf 787 der TUI. War nicht schlecht.
Karl hat nochmal nachgeschaut, EK 045 kommt um 13.28 Uhr. Also irgendwo 13.20 Uhr, 13.28 Uhr, das ist realistisch. Danke, Yannick und Luminavira. Und Müsli hat gefragt, wie lange wir in Frankfurt sind. Wir sind also heute da und ihr kennt das, dass wir meistens nicht nur für einen Tag an einem Standort sind, sondern wir rechnen schwer damit, dass wir auch morgen für euch was anbieten können. Ihr ratet munter weiter, XCZIA, was ist denn für ein Name? Chia, schreibt rein, 787 Philippine Airlines und Jonas Dahmen wäre bei der All Nippon 787. Herzlichen Glückwunsch, lieber Jonas. Da hast du recht. Das ist eine All Nippon. Mike Bartsch, bestätigt das nochmal. Roland Schneider hat noch gegrübelt, aber jetzt ist das Ergebnis da. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Nachliefern muss ich euch noch die Iberia Express oder Iberia Regional und die Air Europa macht sich auch wieder auf den Weg. Ist wieder richtig was los hier am Mittwochmorgen am Flughafen Frankfurt. Und als nächstes landet jetzt gleich die Lufthansa A320 aus Budapest. Die DAIUL, die 8 Jahre alt ist. Mit mir am Mikrofon hier vor Ort, Chat-Moderator Jakob Schäfer. Was wäre ich ohne den Jakob? Ein Nichts. Condor-Ecke ist auch wieder was los und mehrere Queens bewegen sich hier. Also es geht munter weiter. Was aber mit diesem Dreamliner ist, ist mir auch noch nicht klar. Der ist ja irgendwie stecken geblieben. Der war ja, Jakob, du kannst das bestätigen, der war ja erstmal auf dem andere Weg zu uns. Ja, genau, deswegen hatte ich den Thomas darauf hingewiesen, dass er eigentlich auf dem Weg zu uns war. Und jetzt steht er da. Ist ein bisschen komisch. Ist auf jeden Fall fragwürdig, was da die Ursache ist, wie es weitergeht. Schauen wir uns gleich an, während wir jetzt einen Airbus A330 der Lufthansa sehen, genauso wie Discover Airlines A330 dahinter. Alle rollen auf die 25 Center und dahinter dann eben Condor Sneaker. Kleiner Stau an der Centerbahn im Moment. Und Alex hat heute frei, sonst könnte er das in der Vorfeldkontrolle sicherlich nachprüfen. Hier sind die Chocks angelegt worden, kurzfristig. Vielleicht ist der Tack kaputt gegangen, der ist nämlich jetzt ausgetauscht worden. Und Alex schreibt rein, das mit der ANA 787 sieht auch nicht normal aus. Der Fahrer hat gerade Chocks ans Fahrwerk gelegt, sehr ungewöhnlich auf dem Taxiway Sierra. Jetzt hier so eine Blockade einzurichten, das führt nämlich auch dazu, dass dann alles, was über Sierra zur 1.8 Short gehen möchte, erstmal blockiert ist wie diese Air Europa 737. Bleiben wir bei dem Lufthansa-Anflug auf die 25 links. Die kommt aus Hamburg, die DAIZB. Ist also Z müsste auch Neo sein. What is wrong with this all Nippon 787 on Taxiway Sierra here? Now there is a new tug. Die aus Hamburg habe ich gerade mal nachgeschaut. Die die hört übrigens auf den Taufnamen Norderstedt. Das ist doch, glaube ich, auch bei Hamburg irgendwo. Genau, Norderstedt ist in der Nähe vom Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Und die Air Europa, die hat nämlich die Möglichkeit, über den Taxiway Tango zu Sierra 4 zu rollen und dann diese Blockadestelle zu umgehen. Also alles halb so wild, wird keiner wegblockiert. Der Europa hat nur auf den Anflug der Lufthansa auf die 25 links gewartet. Die stehen zum Glück dort an einem Kreuz mit zwei Taxiways
Das ist Sierra 3 und Sierra 4. Kann man vielleicht hier sehen. Also, tatsächlich nicht schlimm jetzt, genau an der Stelle liegen zu bleiben. Alex bestätigt das nochmal. Kann sein, dass der Schlepper kaputt ist. Und genau, die kann über Tango und Romeo rollen, ist kein Problem. Michael Moorhöfer hat einen Zwischenstand für den Emirates A380. Der landet in 2 Stunden und 8 und, nee, 32 Minuten. Hans-Joachim Röttger rät noch, oder hast du irgendwo eine 787 von Vietnam Airlines gesehen? Wir haben hier eine All Nippon. Was hast du für uns, Jakob? Im Anflug oder? Nee, überhaupt. Wolltest du gerade was sagen? Nee, alles gut, hat sich gerade erledigt. Sorry. Hast du nur gehustet? Ja. Bernie fragt noch was. Also, Bernie, du bist natürlich immer eingeladen zu kommen. Aber ich kann dir immer nichts versprechen. Ja? Wir machen aber zwischendurch mal eine Pause. Und du kennst das Prozedere. Auch zu anderen Airports, wann wir in München sind, kann ich dir aktuell keine Zeiten sagen. Und wir sehen jetzt hier Emirates 777 Pushback. Andy Hase, wir glauben, dass dieser All Nippon Dreamliner einfach einen neuen Takt bekommen hat. Vielleicht war der, der den vorher gezogen hat, defekt oder zu schwach. Irgendwas, was nicht geklappt hat. Und Dominik schreibt rein, die Katar, die hebt jetzt gleich auf der 1.8 ab. Jawohl. Das heißt also, der Cousin vom Jakob macht sich auf den Weg nach Doha in dieser Qatar Airways. Damit ihr auch einen Eindruck habt, wie weit wir jetzt hier mit der Kamera rüberkommen zur 1.8. Das sind also 3 Kilometer von uns entfernt. Da steht sie und wartet auf die Freigabe zum Takeoff. Und Sebastian erklärt das nochmal zum Thema Norderstedt, dass ein Viertel der Bahn 1.5 auf dem Gebiet von Norderstedt liegt. Ah. Als nächstes im Anflug kommt jetzt die Air France aus Paris Charles de Gaulle, Air France Hop, Embraer 190. Gleich. Ganz um. Kommt dann hier vorbei. Aber das, da scheint irgendwas mit dem Takt zu sein, Thomas. Mike Harnisch meint, dass der A380 schon über Bulgarien ist. Dann hat LKS für uns einen Lufthansa 777, eine Lufthansa Cargo 777, die kommt aus Peking und ist gerade über Hanau in 2 Minuten bei uns. Ein typischer Kandidat für die Bahn Nordwest, also 25 rechts. Lutz Krause bestätigt, dass wir heute das ein oder andere Großflugzeug im Bild haben, was wir euch aus Berlin eher nicht so anbieten können, wenn wir da am Start sind. Genießen wir das, jede Sekunde, wo wir hier in Frankfurt sind, freuen wir uns, dass wir so nah rankommen an einen Dreamliner. Wir sehen sogar den Hersteller, in dem Fall ist das ein Rolls-Royce-Motor.
Ja, Sandwich, Freischnauze fahren nicht. Vielleicht ist ja Alex gerade im Chat noch da und kann kurz erklären, woher die Schlepper ihre Anweisungen für die Rollwege bekommen. Nach welchen Vorgaben, wer macht da die Vorgaben, wie die von wo nach wo rollen. Kai hat für uns nochmal den Hinweis, dass es hier einen bekannten Marshaller gibt, und zwar ist das Mario Hahn, der ist im V79 unterwegs. Gerade war das ein anderer. Und Alex schreibt rein, ja, sie bekommen die Anweisungen vom DFS-Tower im Vorfeldbereich von den Vorfeldlotsen der Vorfeldkontrolle. Und LKS, bestätigt das nochmal. Vielen Dank, dass ihr wieder so schnell aushelft. Da stellt jemand eine Frage und zack, gibt es die Antwort. Und zwar eine fachlich vertrauenswürdig richtige Antwort. Und keine Spekulation. Für Spekulationen bin nur ich zuständig. Mit dem eingeschränkten Erfahrungsschatz. Übrigens, heute ist Feiertag in Thüringen. Es sind auch Planespotter aus Thüringen hier. Das heißt also schulfrei. Weltkindertag wird heute in Thüringen gefeiert. Einziges Bundesland, wo das heute ein Feiertag ist. Und Andi bestätigt nochmal, dass diese Lufthansa Cargo auf die Centerbahn kommt. Nee, ist sogar 25 links. Da ist sie. Das ist die aus Peking. Den subjektiven Eindruck, dass sie ein bisschen schneller unterwegs war als andere Maschinen bei der Landung. Vielleicht ist ja ein Ex-MD-11-Pilot dort an Bord und umgeschult auf 777. Das kann ja sein. Jetzt wird es gleich wieder Zeit für Queen of the Skies im Abflug. Das ist die 747-800, die Yankee Romeo nach San Francisco. Ein schweres Biest. Und da haben wir einen Airbus A340, ebenfalls vierstrahlig. Ein Airbus A340-300 mit den kleineren Triebwerken. Und da kommt eine Mitsubishi hier auf uns zu. Die kommt aus Friedrichshafen, die Mitsubishi. Der Lufthansa Dreamliner dahinter. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Gehen wir auf den Landeanflug.
Und A340 ist ja auch eins meiner Lieblingsflugzeuge. Der hier geht zum Beispiel nach Washington jetzt. Nochmal die Erinnerung, dass wir das jetzt nur vorübergehend noch sehen, diese Airbus A340-300. Die sind bei Lufthansa auf der Abschussliste ganz, ganz oben, um dann von neueren Flugzeugen wie dem Dreamliner oder dann zukünftig der 777X abgelöst zu werden. Kein Problem. Geht dieses Flugzeug sehr, sehr flach aus. Herr Reinhard Nier unterstützt uns mit 3 Euro im Superchat. Vielen, vielen Dank. Let's VT fragt, ob die Mitsubishi Zigarre genannt wird. Genau, das passiert sehr oft, dass jemand zu diesen länglichen Flugzeugen, die einen Durchmesser haben, wie andere Flugzeuge Triebwerksdurchmesser haben, dass die auch Zigarre genannt werden. Genau, da kommt die nächste Mitsubishi, diesmal aus Leipzig. Genau. Und wieder 2-1 im Hintergrund, Nordwestanflug. Das ist die im Hintergrund die A320 aus Düsseldorf, Lufthansa. Sprachigen Spotterforen sagt man zu so einem Flugzeug auch gerne T-Tail. Und geht gleich munter weiter mit den Lufthansa Mitsubishi. Da kommt nämlich noch einer aus Dresden gleich mit der neuen Lackierung, aber it's schon. Mitsubishi O'Clock, würde ich sagen. Ja. Also die Uhrzeit zeigt an. Eine Mitsubishi CRJ nach der anderen. Karl Wanitschek gibt nochmal einen Hinweis, was gestern los war. Einige Diversions, also Flugzeuge, die wieder zurückkamen aufgrund des Konfliktes in Bergkarabach. Da ist jetzt Waffenruhe, trotzdem ist da der Luftraum gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Flüge von Europa Richtung Asien. Danke nochmal für die Information. Danny van Dornhut, Grüß aus Brücke, Bruges, in Belgien. Frank könnte noch aus Bangkok A380 von Thai mitbringen. Ja? Die sind ja dafür ein Appel und Ei zu haben. Das hat man mit Martin schon besprochen, Thai Airways A380 günstig abzugeben. Allerdings muss man sich um den Transport, den Abtransport selber kümmern. Und das ist das große Problem, auch finanzieller Art. Jetzt aber ein Dreamliner auf der Centerbahn. Der Jakob sagt euch jetzt, wo der hingeht. Der geht nach Detroit, das ist 787-9. Die Delta Alpha. Papa, jetzt warte. Ja, egal. Welcher Papa ist es? C, A, B, C, D, E? Warte, B. Bravo. Bravo, ja. Bravissimo. Papa, bravissimo. Ja, ich saß gerade, stand gerade auf dem Schlauch, sorry. Egal. Du hilfst uns super, Jakob. Vielen Dank. Und die Zigarre kommt ins Bild. Fotobomb. Ja, diese Parallel Action
gibt es einige Fans von, unter anderem ich. Sowas könnt ihr in noch extremerer Variante in San Francisco sehen. Wenn ihr mal zum Planespotting nach Kalifornien kommt, empfehlen wir den Flughafen San Francisco for Parallel Landings and Takeoffs. Andy hat für uns Lufthansa Airbus A340 aus JFK, aus New York, John F. Kennedy Airport in 5 Minuten. Vielen Dank. Vorher kommt aber noch eine 747 rein. 747 geht raus auf der Centerbahn und es kommt eine rein. Ja, das ist das Programm, was wir euch anbieten möchten. Und Frank hat auf der Strecke Wien-Bangkok von dem Konflikt oder den Problemen, Auswirkungen des Konfliktes in Bergkarabach, also Armenien und Aserbaidschan, bekriegen sich dort, hat er nichts gemerkt. Wir haben jetzt also eine Queen of the Skies für euch und was ganz Neues, oder nicht ganz Neues, sondern was ganz Schönes, was wir heute noch gar nicht im Bild hatten, einen Airbus A340-600. Das ist also der lange Lulatsch, der A340er mit den größeren Triebwerken. Rollt hier auch zur Centerbahn. Heavy o'clock und geht direkt raus. Die 747 geht nach Miami. Die Yank Uniform ist das. Airbus A340-600 auf dem Weg nach John F. Kennedy Airport, New York. Danke, Andy. 747-400 und Finals. Yes, aus Vancouver. Ein Heavy nach dem nächsten. Welcome to the home of the Queen of the Skies in Europe. It's Frankfurt. If you have any questions in English, do not hesitate to write them in the chat and our friendly moderators try to answer in English or German. Thanks a lot. Ich bin ja mal gespannt, wie lange wir die 400er noch sehen. Ja. Fuzzy Barnes meint, ich müsste weit zurückzoomen, sonst passt er nicht rein. Da hast du recht. Guck mal. So muss ich zurück. Zoomen. Daniel Vogt ist dabei. Einige in der Mittagspause kommen jetzt dazu. 11.30 Uhr Ortszeit. Das ist Planespotting live am Flughafen Frankfurt. 650 Zuschauer sind Zeuge, wie jetzt dieser Airbus A340-600 abhebt nach New York. Und Michael says, his favorite 747 is the version 400. Gerade haben wir die 400er Version bei der Landung gesehen.
vorher einige Strichachter. So, jetzt wird es nämlich auch ganz interessant gleich, Thomas. Vorne steht ja jetzt A340 600 nach JFK. Und in 2 Minuten landet A340 300 aus JFK. Gleiche Firma. Lufthansa. Ja, ist Lufthansa. Schreibt da schnell rein, wer da die Fotobomb gemacht hat. Was war das für ein Typ? Es war eine Lufthansa. Wer war dazwischen? Habt ihr es gesehen? Jetzt auf die Schnelle. Das ist unser Flugzeugrätsel. Wer war für dieses Fotobombing verantwortlich? Which aircraft type was in the picture seconds ago? So, gehst du gleich auf den Anflug, da kommt die A340 aus JFK, wenn du... Ja, danke Jakob, dass du das sagst. Machen wir mal kurz Himmel, damit wir die Lösung nicht zulassen. Da kommt der A340-300, yes. Runway 25 left, clear for left. Die Reverser, die zur Seite ausklappen, kann man hier sehr schön bei dem A340-300 sehen. Und die Lösung war Fotobomb. Verantwortlich war dieser Airbus A330 der Lufthansa. Patrick Riedel hat es gesehen, Roland ebenfalls. Bernd das Brot schickt Lob, vielen Dank. Airplanes Frankfurt. Der Jeffrey hat für uns am Gate Z62 am Terminal 1 Lufthansa 747-8 auf dem Weg nach Los Angeles mit der Flugnummer LH456. Und jetzt auf die Startbahn rollt United Airlines 777 nach Newark. New York ist ja aktuell ziemlich gut hier angebunden an den Flughafen Frankfurt. Alles, was rund um New York ist, wir haben dort JFK, Newark und gar nicht hier vertreten ist der Flughafen LaGuardia, der dann mehr für inneramerikanische Flüge zur Verfügung steht. Lutz Krause hat die United 777 für uns, die reinkommt. Mirko fragt, wann wir wieder in Leipzig sind. Das weiß ich nicht. Ich sag mal so, wenn du nächste Woche was Cooles hast, warum nicht? Eine reinkommende Maschine hat immer Prio zur rausgehenden. Genau, das ist nämlich auch eine United 777, aber aus Washington, die jetzt dann... Brauchen noch ein bisschen, ne? Müsste jetzt gleich... Nächsten, da hinten kommt sie. Kommt sie? Ja. Da kommt sie, okay. Ja, das ist immer schwer zu entscheiden. Aber ein Flugzeug in 200 Metern Entfernung hat Vorrecht vor einem Flugzeug in 2 Kilometern Entfernung. Das sieht so schön aus hier, der Anflug. Aus östlicher Richtung über Zeppelinheim jetzt über die A5
auf die Bahn 256. Aber das war eine richtig geile Elevator-Action bei dieser Landung. Davon bitte mehr, davon bitte mehr. Auf der Startbahn steht aber jetzt auch eine interessante Maschine, Thomas. Was hast du denn schon? Die MGA. Nach Antalya. Nee, die rollt übrigens über Mike, haut die ab. Rollt die weiter? Ich sehe das von hier aus nicht. Klar. Auf der Bahn haben wir aber auch eine 737, nämlich die von El Al. MGA ist auf dem Mike Taxiway zur 1.8 unterwegs. Oh ja, da hat Flighter da gerade kurz gespinnt. Michael says, one United departs and one arrivals, yes. Frank sagt, bis nachher. Let's Fatih schreibt rein, GE90, das sind die Engines von der 777. Das ist ein Traum. Im Anflug jetzt gleich die Lufthansa A320 aus Paris. Die Delta Alpha India Uniform Kilo. 8 Jahre alt. Kajo Brinkmann schreibt dran, ganz liebe Grüße aus dem Airbus A340-300 aus JFK. Cool, dass unsere Landung drauf war. Ja, die war fett drauf. Schön, dass ihr wieder in Frankfurt seid. Genießt eure Ankunft. Ich hoffe, ihr wartet nicht allzu lange auf eure Koffer. Und dann eine gute und sichere Weiterreise, heißt es so schön, bei der Verabschiedung an Bord. Sebastian hat für uns die Kilo November TUI Robinson Club Livery 737-800 aus Faro. Landet in einer die kommt als übernächstes rein. Als nächstes kommt davor noch die Discover A320 aus Djerba. Das müsste Tunesien sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ist eine Urlaubsinsel in Tunesien. Ja, doch. Ja. Schön. Kennt sich ja aus. Battery Checklist completed. Hans-Joachim hat für uns A340-600 aus Bogota oder nach Bogota? Kolumbien. Schauen wir erstmal hier Eurowings. Was hast du gesagt? Discover ist das? Ja, Discover Airlines. Die neue Discover Airlines Livery irgendwo auf dem Schirm habt, dass sie heute sich hier bewegt. Ich habe die selber ja noch nie in Leibhaftigkeit gesehen. Würde ich mich freuen. Sowas wird bei mir abgefeiert, auch wenn das was ganz Normales für den einen oder anderen schon ist. Und die Robinson, die hat offenbar einen Swing gemacht. Die ist nämlich, Sebastian hat es auch gesehen, die ist rübergeswingt auf die Centerbahn. Die kriegen wir jetzt gleich ins Bild.
was das bedeutet hier im Anflug in Frankfurt. Ein Swing von der 25 links auf die Centerbahn, das haben wir auch schon ein paar Mal erklärt. Machen wir aber gerne wieder, wenn wir das mal von der 1.8 hinten schön filmen können. Robinson ist die ehemalige Clubmarke von TUI. Club darf man ja nicht mehr sagen, weil das so nach Ringelpiez mit Anfassen klingt. Ist aber für Leute, die gerne Urlaub machen mit vielen Inklusivleistungen wie Sport, Wellness und so. Was hast du noch, Jakob? Bist du unruhig? Ich? Ja. Kannst du mich. Ist denn das Kratzen wieder da oder? Ja, alles gut. Also wir haben das zweite Mikro auf dem Kicker, wenn da irgendwas kratzt oder so, dann bitte Bescheid sagen. Da sind halt Kinder auf der Brücke, deswegen wird hier von den Lastwagenfahrern gehupt. Als nächstes im Landeanflug Lufthansa A320 aus Lyon, die Delta Alpha India Uniform Mike. Genau, und ihr habt weiter den Emirates A380 im Blick. Der zeigt an, wann unser erster Teil heute beendet wird, nämlich kurz nach der Landung des A380. Jetzt momentan ungefähr ca. 13.20 Uhr rum. Wir haben nochmal geguckt. Es geht heute und natürlich morgen noch weiter mit Playmania hier in Frankfurt. Nachmittag melden wir uns und wieder morgen früh. Leider ist für morgen später Nachmittag Regen angesagt. Das wird wahrscheinlich die Filmarbeit etwas beeinträchtigen. Machst du gleich schon mal einen Battery Check oder? Habe ich gerade gemacht. Alles gut. Gut. Danke, dass du dran bist. Jakob ist quasi der First Officer heute hier beim Livestream. Oh, und als nächstes im Anflug ist Lufthansa aus Stuttgart. In der neuen Lackierung die Delta Alpha India ZY. Was ist denn nochmal? Zulu Yankee. So. Die lassen wir jetzt hier landen. Wir bleiben bei der Queen of the Skies. Thomas Kraftschuk ist im. Hallo Chat. Thomas. Patrick Redel hat wieder einen Programmhinweis. Auch der Pascal von Aeronews Germany hat den Swing hier erklärt. Ja, dann. Ich bin leiser als der Jakob. Danke, HB Hagen, für die Toninformation. Hagen hat ja ein feines Öhrchen. Die 747, die du eben angesprochen hast, das ist die 747-8, die Yankee Lima, die geht in dem Fall nach Los Angeles. Neun Jahre alt, aus dem Januar 2014. Und der Sebastian hat meine Rufe erhört. Dankeschön, die Uniform Romeo. Das ist die Discover Airlines mit der neuen Lackierung. Die ist als 4Y513 unterwegs aus Palma mit Takeoff 14.11 Uhr dort. Das heißt, die könnten wir vielleicht 16 Uhr irgendwas hier einfangen. Oder im Abend streamen. HB Hagen erklärt nochmal sein feines Öhrchen. Er ist verhinderter Toningenieur. Ah. Und Frankfurt ist nicht nur die Heimat der Königinnen der Lüfte, sondern auch der Ringelsocken. Das ist in der weltweiten Luftfahrt wirklich nicht einzigartig, aber extrem selten. So viele 747 und Airbus A340 auf einen Haufen, dann noch in den zwei Varianten 747-400 und 747-8 von drei Airlines von Korean Air.
von Air China und von Lufthansa kann man das hier sehen, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Korean Air wäre dann die Cargo-Variante. Passagier nur Air China und Lufthansa 747-8. 747-400 in zahlreichen. Jetzt kommt gleich aber auch was Interessantes im Anflug noch. Was denn? Sieht zwar erstmal gar nicht so uninteressant, gar nicht mehr so interessant aus, das ist nämlich die Lufthansa aus Nizza. A320 wird aber betrieben von Eurowings. Ah ja. Auftrag? Ja. Operated by Eurowings, ist aber in der Lufthansa-Lackierung. Dann drehen wir den. Oh, was macht der denn? Sieht ja aus wie ein Wingwave für uns. Ordentlich korrigiert noch. Mal gucken, wie der letzte Teil des Landeanflugs aussieht. Und der Jakob, der könnte sein Mikro nochmal 5 cm nach unten bitte nehmen. Nach unten? Ja. Jetzt besser? Bei mir ja, das müssen die Zuhörer dann sagen. Achtet mal drauf, dass wir möglichst auf gleichem Level sind, Jakob und ich, damit ihr zu Hause nicht dieses Hin und Her habt, dass der eine laut ist, der andere leise. Airplanes Frankfurt, der Joffrey hat für uns, was hast du an der Super Aerologic nach Seattle? Wieso ist uns denn die Gulf Air durch die Lappen gegangen? Ist sie auf der Nordwest gelandet? Wir bleiben bei der Queen. Ja, Zeit für ein Flugzeugrätsel. Ich brauche von euch Flugzeugtyp und die Airline. Kommt sofort. Mit. Da ist die Flügelspitze. Was könnte das für ein Flugzeug sein mit dieser Flügelspitze? Und da kommt auch schon eins der Triebwerke ins Bild. Und ich sage, eines der Triebwerke gibt es vielleicht mehrere. Vielleicht auch nicht nur zwei. Jetzt habt ihr es, ne? Was ist das für ein Flugzeug? Jetzt haben wir es. Die Gender Halifax. Gender. Und ist wieder Victor 94, der das Ganze begleitet. Wer hat es reingeschrieben? Reinhard hat A330 getippt. Das ist die Austrian aus Wien, die da landet gerade. Ein A320 OELXE. Und das hier, was Rätsel ist, die Fox Charlie. Jetzt zeige ich euch mal hier das Hauptfahrwerk. Airbus A340-300 ist die Lösung gewesen. Wenn wir es hinkriegen, können wir morgen auch mal ein paar Preise vergeben. Nämlich ein bisschen was mit.
Let's Fati war vorne dabei bei den Beantwortungen. HB Hagen hat eine 24 Jahre junge 757 gesehen. Wo hast du die denn gesehen? Und John H. schreibt rein, dass diese Triebwerke beim Airbus A340 auch gerne als Hairdryer bezeichnet werden. Als nächstes im Anflug ist Lufthansa Star Alliance Livery A319 aus Toulouse. Wenn es der Jakob schon so ankündigt, dann zeige ich das Flugzeug kurz. Starlines aus Berlin. Eine Lufthansa. A330 geht wieder raus. Und Let's Fati schreibt rein, dass die Winglets beim A340 und 330 gleich sind, dass die Triebwerke auch sehr ähnlich sind. Also das ist so mit der Flügelspitze schon schwierig zu unterscheiden. Wir haben ja hier den A330 von Finnair und hier den von unserem Rätselkandidaten. Sebastian hat für uns Tunis Air. Kommt in einer Minute aus Tunesien, A320 Neo. Vorher kommt noch die Air Dolomiti aus Florenz, Embraer 195. Zwei Queens hier am Platz. Eine schaut da aus der Lücke hervor. Dann hast du noch die Romeo Kilo aus Toronto. Der Sebastian hat die auf der Nordwest wahrscheinlich. Okay. Und Patrick erinnert nochmal daran, dass Finnair ein Jubiläum hat. Diese Airline gehört mit zu den ältesten in Europa und wird dieses Jahr 100 Jahre alt.100 Jahre für eine Fluggesellschaft ist schon ganz schön alt. Ja, manche schafft nicht mal einen Monat. Ja? Da kommt auch die Tunis ja gleich ins Bild. Einen Stau hier bei dem A340. Warten die noch auf den Anflug? Ja, da kommt jetzt gleich was. Es kann gut sein, da kommt jetzt ein Swiss aus Genf, A220, 300. Ranald Nier hat eine interessante Flugroute, Lufthansa nach Frankfurt und nach Berlin und die Langstrecke dann nach Barbados mit Eurowings Discover. Martin erklärt nochmal, warum bei dem A340 dieser Eindruck beim Takeoff entsteht, dass der so langsam wäre oder so viel Bahn braucht. Da sind halt kleinere Triebwerke mit schwächerer Leistung dran. J
Joffrey hat für uns eine grüne Ringelsocke aus Toronto. Und in 3 Minuten eine sandfarbene aus Portland. Auf der Nordwest landet gleich Thomas die Condor A330 Ringelsocke aus Toronto. Ja. Daniel ist auch noch dabei. Sehr schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. 600 Leute sind dabei. Das ist Planespotting Live mit Planemania. 11.54 Uhr, kurz vor 12. Mancher hat vielleicht 2-3 Minuten in der Mittagspause. Und wir sehen jetzt hier die Gulf Air in einer wunderschönen Livery auf dem Taxiway Uniform. Wechselt gleich zu Sierra Richtung 1.8 für den Takeoff 1.8 Short. Und die feiern 70 Jahre. Kommst du die Ringelsocke auf der Nordwest drauf? Wir kriegen jetzt den Anflug rein. Die kommt aus Toronto. Also nicht die Lufthansa, sondern die Ringelsocke. Die DANRK. Romeo Kilo. Romeo Kilo. Und auf, bei uns jetzt gleich landet auch noch eine Condor 757 aus Palma de Mallorca, die Delta Alpha. Also DABOG, also Oscar Golf. Wir warten auf Oscar Juliet aus Palma. Ja. Was ist mit Oscar Juliet? Jetzt kommt erstmal die Oscar Golf. Oscar Juliet wurde von der Air Europa angebupst. Und jetzt kommt in der Eltern Livery 757-300ER von Palma de Mallorca. Maximilian stellt seine Frage aller Fragen. Was ist mit der Cargo Human Care? Der D-Alfi von Lufthansa Cargo 777. Die ist momentan auf dem Weg von Chicago nach Frankfurt und landet, oh, die könnte man sogar noch reinbekommen, Thomas. Die D-Alfi landet in 1:05. Wow, das ist die Antwort auf deine Frage, Maximilian. Kriegen wir rein. Das sollten wir noch reinbekommen. Die befindet sich momentan nördlich von Cardiff. Sebastian Kolze macht uns aktuell keine Hoffnung auf die Oscar Juliet. Die wartet auf die Reparatur in Palma de Mallorca. Und Reinhard spekuliert, ob das jetzt gerade die Oscar Golf eine Ersatzmaschine war. Könnte sein. Ne? Und das ist fürs Auge definitiv Retro. Air Italy in den Alitalia-Farben. Arrivederci, Alitalia. Tschüss. Umlackiert.
kann mir nicht vorstellen, dass sie das dabei belassen wollen. So Air Berlin, Sund Air mäßig, Sund Air Berlin mäßig. Und da haben wir eine Grumpy 777 China Airlines auf dem Weg nach Taiwan, Taipei. Und Sebastian hat für uns in einer Minute die Romeo Juliet. Ist also kurz vor uns und kommt aus Portland. HB Hagen. Das ist keine Retro, das ist einfach vergessen worden, umzulackieren, auf später verschoben. Es ist das Schöne, dass man HB Hagen immer wieder mit. Jetzt kommt aber auch gleich die Air Dolomiti. Auch aus einem anderen, naja, nicht so ganz ein 747-Paradies, aber eher Frachtparadies, nämlich aus Luxemburg, dadurch, dass Cargolux da ja auch ansässig ist. Ja. Mit vielen 747-Frachtern. Hast du recht. Es gibt natürlich noch andere Flughäfen in Europa, wo man sehr viele 747 sehen kann. Aber nirgends so viele 747-Passagiermaschinen wie in Frankfurt. Das ist das entscheidende Plus. Diese Frachter, von denen wir heute noch keinen einzigen gesehen haben. 747. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir sind ja noch ein bisschen für euch da. So, und als nächstes kommt dann die Condor, die A330-900, die Romeo Juliet, die aus März 2023 ist, aus Portland. Ja, freue mich drauf. Und HB Hagen schreibt rein, es gibt jetzt einen Grumpy Zuschauer, dann passt ja Grumpy Flugzeug dazu. Das, wenn man dieses jetzt von der Lackierung her von vorne sehen würde. Wir gucken uns aber von vorne jetzt die Condor an. Of 10 landing, I would say. Wow. 12:02 Uhr, herzlich willkommen. 630 Zuschauer, das ist Planespotting Live mit Planemania. Mein Name ist Thomas und bei mir sitzt der Jakob Schäfer, unser Chatmoderator, der bis zum Flughafen extra wie viele Stunden? Anderthalb Stunden gefahren? Ja, gute anderthalb Stunden bin ich jetzt gefahren, ja. Ja, nach Berlin ist mir dann doch ein bisschen zu weit gewesen, Thomas. Aber wenn Thomas hier in der Nähe ist, dann versuche ich es schon zeitlich einzurichten. Ich werde allerdings heute Nachmittag dann nicht mehr dabei sein, da muss ich dann noch arbeiten. Aber ich werde vielleicht nachher mal kurz in der Pause mal kurz reinschauen im Chat. Und ja, je nachdem, wie lange Thomas heute Abend macht, bin ich dann noch mal im Chat aktiv auch. Und ich strecke vier Finger in den Himmel von Frankfurt. Es sind nur noch vier Condor 767 im Flugbetrieb. Jetzt brauche ich mal eine Info. Welche ist das? Und wo geht die hin? Das ist die Uniform Hotel. Das ist die, geht nach Holguin. Das ist, glaube ich, ein Charterflug bestimmt. Richtig, das geht auf die schöne Insel Kuba. Und nur noch vier Exemplare sind in der Flotte, wird in den nächsten Monaten ausgeflottet und ersetzt durch den Airbus A330neo. 9 von 18 sind schon in der Condor-Flotte von diesen A330neos und nur noch vier der 767. Mancher der Passagiere freut sich darüber, dass diese eng bestuhlten 767 alten Böcke, Flugzeuge, die 25 plus Jahre alt sind, dann ausgeflottet werden. Andere weinen diesem Flugzeug eine Träne hinterher.
Wir sagen nochmal Danke an alle, die dieses Posting von uns geliked haben. Wir haben das nochmal rausgesucht, dass es nur noch 4 Stück sind. Nochmal herzlichen Dank an alle, die uns in den letzten Tagen auch bei TikTok, Instagram und Facebook so viele Likes gegeben haben. Das war echt der Hammer. Bist du denn schon mal 767 geflogen, Thomas? Ich tatsächlich auch mit der... War es die Uniform Hotel sogar? Kann sein, dass ich da drin mal saß. Oder? Okay. Ja, ich hatte keine Probleme, aber der Kollege, mit dem ich geflogen bin, der Thorsten, 1,85 Meter, jo. Der fand das nicht so witzig. In der Economy Class. Aber auch bei den modernen neuen Flugzeugen ist es so ausgelegt, dass die Bestuhlung, vor allen Dingen die neuen Sitze, erstmal dünner sind. Es ist immer die Frage, ob das Einschränkungen im Komfort gibt. Und in 5 Minuten kommt noch die Lufthansa Lu. Lufthansa Lu? Aus Billund. Aber das dauert noch einen Moment. Davor kommen noch 3 Maschinen. Aber ich wollte schon mal darauf hinweisen, Thomas. Sehr gut. So for the English speaking viewers, this is one of the last 4 Condor 767-300ER. It's on the way to Holguín in Cuba. Yes. Typische Destination für Kuba ist eigentlich Havanna oder Varadero. Holguín ist so der drittwichtigste Flughafen, würde ich sagen. Gibt noch einen weiteren. Da gibt es Strandresorts, die so ein bisschen abseits vom Schuss liegen, in einer schönen Natur. Und ja, auch eine ganz tolle Urlaubsdestination. Was hast du noch? Ich habe mal gerade geguckt. Moment, lassen Sie mich nichts Falsches sagen. Der, wo momentan die Istanbul-Livery rumspringt, die TC Sots der Sun Express, eins meiner Lieblingsflugzeuge auch, die war heute in Düsseldorf. Ah. Und kommt, fliegt heute nochmal nach Düsseldorf heute Abend dann. Ah. Beziehungsweise, ja. Jetzt gleich, dann nach Düsseldorf und heute Abend dann um 17.10 Uhr oder beziehungsweise 17.23 Uhr geplant nochmal nach Izmir. Also ist auch wieder in Deutschland unterwegs momentan. Da würde mich mal interessieren, es gibt also jetzt noch 4 Stück von dieser 767. Was machen denn die Condor Crews? Gehen die mit den Flugzeugen und lassen sich zu Frachtfliegern umschulen? Was machen wohl die Piloten der 767? Sebastian hat für uns noch die Bravo Bravo. Die kommt aus Dublin. Lou geht auf die Nordwest. Und wir haben noch mal eine Zigarre im Anflug. Lutz Krause ist auch schon mal mit Condor 767 über Holguín nach Jamaika geflogen. Das ist bei Condor auch hin und wieder mal der Fall, dass zwei Destinationen zu einem Dreiecksflug zusammengezogen werden. Jetzt wieder Zigarrentime. Im Prinzip die Mitsubishi wieder aus, diesmal aus Basel. Cigar, cigar, wie der Grieche sagen würde. Ah. Wie wär's mal mit einer Freebird? Türkische Fluggesellschaft. Und Uniform Romeo, der Discover, jetzt Estimated Departure 13.50 Uhr aus Palma. Ja. Ist das jetzt später oder früher? Ja, früher. Geoffrey hat für uns in 7 Minuten China Southern Cargo aus Chongqing. Endlich mal wieder ein Frachter. In 32 Minuten aus Shanghai. Nee, Quatsch.
in 7 Minuten China Southern aus Chongqing und in 32 Minuten aus Shanghai. Hast gleich 2 für uns. Umso besser. Vielen Dank. Jetzt kommt auch landet auch ein interessantes Flugzeug. Auch eine Embraer 195 in der Star Alliance Livery, aber von Air Dolomiti. Also die Kombination hatten wir heute auch noch nicht. Nee. Und die landet auf der Center Bahn. Delta 340. Ups. Die kommt übrigens aus Wroclaw, also WRO. Das ist auf jeden Fall Polen. Ist das dann Breslau? Nee. Ja, ist richtig. Doch, Breslau. Ich weiß nicht, ob man es Wroclaw ausspricht. Und der ehemalige deutsche Name ist Breslau. Sehr schöne Stadt im Westen Polens. Genau, währenddessen landet jetzt dann die Lu auf der Nordwestbahn aus Billund. Leider nicht vor uns direkt. Fürs Protokoll die Lu und da ist noch Ringelsockenalarm, grün-weiß da drüben. Ein BVB-Flieger aus Zürich in einer Minute kommt hier vorbei. Ist das der Fan-Airbus? Mannschafts-Airbus gibt es nicht mehr. Es gab ja mal eine Zeit lang 2-mal BVB-Flieger bei Eurowings. Der Mannschafts-Airbus ist umlackiert worden. Ich habe gerade noch mal bei Flightradar nach dem Emirates A380 geguckt. 1:11, also circa 13.22 Uhr. Okay, so lang. Befindet sich jetzt gerade über Ungarn, südlich von Budapest. Aktuell 599 Zuschauer. Vielleicht schaffen wir ja noch die 700 heute nochmal. Fangen wir erstmal mit einem an. Ja. Die 600 Vollzeller. Und Andi hat für uns die TUI mit der Rio Livery. Die sollten bei uns vorbeikommen. Und Maximilian fragt nochmal nach der Cargo Human Care. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde noch. Ach, da ist sie. Genau, und die TUI Rio Livery ist auch wahrscheinlich, es sieht nach einem Überführungsflug aus, ja. Von Frankfurt nach Düsseldorf. Die kommt jetzt hier aus dem Cargo City Südbereich oder wo kommt die her? Kann ich jetzt gerade, wird hier nicht angezeigt gerade. Ja, ja. Seit wann hat die denn diese Winglets? Ist das vielleicht neu? Grumpy Takeoff 1.8. Und hier rollt jetzt dann noch die Freebird vorbei, die TCFHP, 9 Jahre alt, A320. Das finde ich aber bei Freebird auch ganz interessant oder auch ganz schön,
die verschiedenen Farben, die die haben. Also ja. Das Blau gibt rot, blau und ja, da weiß ich jetzt gerade nicht alle aus dem Kopf, aber... Lila, grün, alles ja. Dabei. Das macht natürlich auch so ein bisschen individuell wiederum. Haben wir jetzt gerade zwei schöne Flugzeuge im Bild, sowohl die TUI als auch die Freebird. Das ist natürlich auch bei TUI so ein bisschen, die haben immer mal wieder so Speziallackierungen. Früher, ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, an die, was mir, was ich früher auch ganz gut fand, die ich gut fand, war die gelben. Da war es ja doch mehr so gelb, war das. Das bin ich auch schon mitgeflogen von der TUI, das ist aber schon ein paar Jahre her. Den fand ich tatsächlich schöner als wie das Blau jetzt, aber ist Geschmackssache. Dann gab es ja noch HLX Fliegen zu Taxipreisen. Ja. Aber das ist ja in Abak-Leutern übergegangen, weiß ich gar nicht jetzt, was daraus geworden ist. Also ich bin jetzt ein bisschen irritiert, ist das irgendwie anders oder neu? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kenne auch den Spruch nicht, der da drauf steht. Müssen wir mal gucken. In the world's best destinations. Das ist die Uniform Zulu. War die schon immer so oder ist sie aufgefrischt worden? Das ist mir jetzt so ein bisschen rätselhaft. Okay, aber ihr werdet vielleicht mal nachschauen. Als übernächstes im Anflug ist übrigens die China Southern Cargo aus Chongqing. Ich kann es jetzt nicht genau aussprechen. Chongqing? Ja, doch, Chongqing, ja. Aber vielleicht sprechen Chinesen das auch Chongqing aus. Ja. Eine 777, 8 Jahre alt. Als Frachter. Sag mir bitte, wo die genau ist. Sonst können wir jetzt nochmal ein Flugzeugrätsel schnell machen. Neu-Isenburg. Schnell Flugzeugrätsel V. Victor 94 bringt wieder was zum Raten. Habt ihr ganz schnell. Ich zeige euch nur das Winglet. Dann ist eigentlich der Flugzeugtyp und die Airline schon klar. Eine Cathay Pacific Airbus A350 1000. Condor Aer Lingus, alle warten. Welche Romeo haben wir von der Condor an der 2.5 Center stehen? Die Romeo Alpha. Und Eli Pirelli hat richtig geraten. Das ist jetzt Cathay Pacific Photobomb. So, wenn du jetzt auf den Anflug gehst. Ja, wir gehen auf den Anflug. Die Romeo Alpha kriegen wir sowieso jetzt nicht zu Gesicht. Der Airbus A350-1000 unterscheidet sich zu der 900er Version, dass wir hier auch drei Achsen am Hauptfahrwerk haben. Also die längste Version des Airbus A350. Und es heißt ja, dass die Lufthansa-Gruppe die auch bestellen möchte. Und Jeffrey hat für uns noch die Infos, dass dieser Airbus A350, Mirko und Markus aus L haben es übrigens auch geraten, beziehungsweise richtig definiert, dass da das Flugzeug später auf dem Weg nach Hongkong ist, zur Heimatbasis von Cathay Pacific. Und als übernächstes kommt im Anflug dann Discover Airlines aus Fort Myers
A330. Hat der Andi auch rausgesucht, danke. Davor kommt noch die Lufthansa aus Mailand Malpensa A319. Surfer 070 findet die China Southern 777 nicht schlecht. Und Sebastian hat für uns Lufthansa Airbus A319 namens Dinkelsbühl aus Mailand. Genau, das ist der, der jetzt als nächstes dann kommt. Hört sich für mich nach Schleswig-Holstein an. 26 Jahre alt auch schon. Alterspräsident in der Lufthansa-Flotte. Und in der neuen Lackierung. Ich denke mal, die werden wir auch noch eine Zeit lang sehen, dadurch, dass es ja auch momentan Probleme mit den Neo-Triebwerken gibt, muss die Lufthansa ja einige Flugzeuge jetzt auch länger in Betrieb halten, habe ich gelesen. Genau, Jakob. Das heißt, einige Alterspräsidenten werden noch länger dabei bleiben, damit man das ganze nächste Jahr auch Zeit hat, um die Neo-Engines in die verlängerte Maintenance zu geben. So, und jetzt im Anflug A330 Discover Airlines aus Fort Myers. Die DAFYR, die Yankee Romeo. Sieben Jahre alt. Und in, ja, sagen wir mal, 3-4 Minuten kriegen wir noch eine Special TUI Livery, nämlich die CW Fotobuch Livery aus Rhodos, Griechenland. Davor kommen aber noch zwei andere Maschinen rein. Beziehungsweise, doch genau zwei. Kommt vorher noch die Lufthansa Cityline Mitsubishi aus Ljubljana. Dahinter kommt dann auch die Lufthansa Cityline, auch eine Mitsubishi CRJ aus Nürnberg, und dann kommt die TUI mit der Sonderlackierung. Sebastian Kolz hat noch Infos zu Discover Airlines, dann hat Andi noch Infos zu der TK7734 Turkish Airlines Anadolu Jet operated by Smartlinks A321 in 5 Minuten. Dann Axel hat auch die TUI mit der CW Fotobuch Livery gesehen. Lutz hat die Flugzeuge auch so abgelichtet, wie wir sie gerade zeigen. Sehr schön. Und Geoffrey hat gesehen, dass die Iran Air nach Teheran unterwegs ist. Jetzt haben wir aber wirklich auch wieder CRJ-Time, Mitsubishi-Time. Ja. Einmal hier die Iberia und dann kommen gleich zwei im Anflug. Und die jetzt hier auch Taxiway Uniform und noch ein Anflug, genau. Zwei kommen jetzt im Anflug, einmal aus Ljubljana und dann aus Nürnberg. Mitsubishi O'Clock. T-Tail Time. Und noch eine hier vor uns auf dem Rollweg.
Das sind so die Kurzstreckenarbeitstiere, würde ich mal sagen, oder? Passt der Begriff, Thomas? Ja, bin ich auch von Berlin nach Frankfurt mitgeflogen, mit Kleinkind auf dem Schoß und Handgepäck, was nicht in Overhead-Bin reingepasst hat. Okay. Ich sag mal, sicherheitstechnisch hatte ich den Airbag schon ausgeblasen. Ne? So kam ich mir vor. Niklas fragt nochmal nach dem BVB-Flieger. Der hat mich auch so ein bisschen irritiert. Haben wir den jetzt verpasst? Weißt du gerade das Kennzeichen zufällig? Sebastian hat es vorhin reingeschrieben. Ich habe ja Flightradar gerade auf, dann kann ich gucken. Linsen und Spessel grüßt aus dem Schwabenländle. Das passt ja wunderbar jetzt zur Mittagspause. Reinhard ergänzt nochmal, dass es auch Freebird mit 9H-Kennzeichen aus Malta gibt. Das heißt, die haben dann einfachere Möglichkeiten, in Europa hin und her zu fliegen. Jetzt haben wir die nächste CRJ, das ist die aus Nürnberg, die DACKG, also die Kilo Golf. 17 Jahre alt auch schon. Also so schön das Flugzeug ist, auch so vom Fluggefühl her finde ich so eine CRJ eigentlich ganz toll als Passagier. Aber ich sitze dann doch lieber in einem 10, 15 Jahre alten Airbus A320. Da habe ich für mich einfach mehr Platz. Die Zulu Romeo ist der BVB-Flieger. Und Elli Pirelli schreibt noch 55 Minuten. Jetzt yes, A380. Sebastian erklärt mir nochmal, dass ich nicht richtig gelesen habe. Das ist der umlackierte BVB-Flieger. Ah, genau. Ja. Der fliegt jetzt für den Lufthansa und soll um erwartete Abflugzeit 13.24 Uhr nach Salzburg. Und da ist die CW-Fotobuch-Livery. Das sind Fotobücher, da schickt ihr einfach eure Urlaubsfotos hin und dann kriegt ihr so ein Buch, gebundenes Buch zurückgeschickt. Die eine ist gerade gelandet und die andere Sonderlackierung geht jetzt raus als Überführungsflug nach Düsseldorf. Ja. Da hatte ich eben ja schon mal kurz angesprochen, das war die eben hier vorbeigerollt war. Oder also vorne vorbeigerollt ist. Ja. Also TUI Time. Rio Hotels, das ist eine ursprünglich spanische weltweit tätige Hotelkette, findet ihr aber viel in Spanien, auf Mallorca, in der Karibik, in spanischsprachigen Destinationen, Kuba und so weiter. Dominikanische Republik sind die sehr stark. Hochwertige Hotels, Familienbetrieb ehemals. Und ich glaube, die Familie Rio ist auch Anteilseigner am TUI-Konzern. Das ist der Hintergrund dazu. CEWE Fotobuch. Wie gesagt, kann man Fotos hinschicken, kriegt man ein Buch zurückgeschickt, ein gebundenes Buch. Macht Sinn, wenn man Familie mit Kindern hat, dann kann man sehr schön die Urlaubsfotos nochmal sich anschauen. Oh, und in ein paar Minuten haben wir dann noch ADAC Luftrettung aus Zadar. Das ist diese Smartlinks Anadolu Jet Turkish Airlines. Also drei Fluggesellschaften in einem. Genau, und nach dem ADAC kommt dann noch die Aerologic 777, die Delta Alpha Alpha Lima Golf aus Atlanta. Und Rio geht raus nach Düsseldorf, der kürzeste Flug des Tages. Yes. Gibt es ja auch als Linienflug die Frankfurt-Düsseldorf-Verbindung mit der Lufthansa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr interessanter Username. Welcher Flughafen ist das? Das ist Frankfurt. Frankfurt Sabine, danke für die schnelle Antwort. Und der Sebastian hat für uns nochmal Infos zu dem ADAC-Flieger. Das ist also ein Rettungsflugzeug in Knallgelb, jetzt eine Minute von uns entfernt, gerade über Offenbach. Bringt wahrscheinlich Passagiere, die krank oder verletzt sind, zurück nach Deutschland geholt werden müssen. Und das ist die Delta Alpha. Eine DBADA. Aus Zadar, Kroatien. Und die ganzen Fotografen sind jetzt in heller Aufregung, weil wir eine Sneaker-Socke haben, nämlich Condor in Blau-Weiß. Entweder gibt es nur eine oder zwei in dieser Lackierung. Das müsste ich mal eben hier nachgucken. Hast du einen Anflug im Blick? Ja. Und die Aerologic, die ich eben genannt habe, sieht sehr danach aus, dass die dann auf die 777 dann auf die Nordwest geht. Sneaker gibt es nur einmal in Blau-Weiß. Das ist dann die Yankee Bravo. Hätte ich jetzt gerne ohne Lichtmast einmal kurz ein Stück vorrutschen. Und die ist 16 Jahre alt, die Yankee Bravo. Airbus A330-200. This is the A330-200. It's the only blue-white striped Condor A330-200. H.P. Hagen sagt, dass der Rettungsflieger auf dem Weg zu ihm ist, um ihn abzuholen und zur medizinischen Behandlung nach Brasilien zu fliegen. So, ADAC in einer Minute, Thomas. Und wann ist die 777? Die kommt kurz danach, aber die landet auf der Nordwest dann. Okay. Also sieht sehr nach Nordwest aus. Dann schauen wir uns jetzt mal die Pegasus Neo Engines an. Wenn ihr da den Hersteller habt, sollte es Pratt & Whitney sein, dann hat Pegasus das gleiche Problem, dass diese Flugzeuge oder diese Triebwerke in den nächsten 12, 14, 16 Monaten zu einer verlängerten Maintenance müssen. Und das haben alle Airlines mit den Pratt & Whitney Neo Engines. Jetzt aber der Dornier ADAC Flieger. Auch bei der Landung auf der Bahn 25 links. Emergency Ambulance Flight. Ja, sehr abwechslungsreich heute. Wir haben also beide Dornier-Varianten. Jetzt haben wir auch nochmal zweimal Condor-Variante. Die andere 767 ist noch dahinter. Im Anflug jetzt die 777 auf der Nordwest. Gehen wir sofort rüber. Soll euch die Aerologic auch noch zeigen. Und einer der letzten Blicke auf diese Condor 767. Dann hätten wir zwei von den vier letzten für euch heute auch noch gezeigt. Also das können wir alles jetzt abhaken auf einer riesigen Streichliste Flugzeuge, die wir in zwei Jahren nicht mehr hier sehen werden. Voraussichtlich nicht.
Never say never. Vielleicht kommen sie ja irgendwann als Frachter wieder zurück nach Frankfurt. Ja, das kann sein. Das ist die Uniform Charlie. Ich glaube, das ist der Alterspräsident der letzten vier. Das kann ich aber auch rausfinden. Ist das die älteste? Jetzt landen auch in den nächsten 3-4 Minuten noch zwei Harrys hier bei uns. Als nächstes dann die Discover A330, die DAXGF, also die, genau, die aus Las Vegas. Dahinter kommt dann die China Southern Cargo 777 aus Shanghai, die B2081. Und dann noch 777 Kuwait Airways, die 9K AOH. Skyrider is asking, which Condor Blue is it? So this is Condor Blue A330-200, the only A330-200 in blue-white stripes in the front. And in the back you see Boeing 767-300. Das ist also das älteste Flugzeug in der Langstreckenflotte von der Condor. Das ist die Uniform Charlie. Die ist jetzt fast 31 Jahre alt und geht in den nächsten Monaten aus der Flotte raus. Ich nehme an, die Ältesten werden die Ersten sein, die rausgehen. Und die werden wir nicht mehr lange hier. Bei uns wird jetzt eine 747 vorbeigeschleppt, Thomas. Ja. Und da geht's weiter mit der Queen of the Skies. Eine 747-400, erkennen wir an den Flügelspitzen. On tow. Das ist die Tango Lima. Das ist die, die zurückfliegen musste letztens. Back in service with four engine. This aircraft had some days ago a problem with one of the four engines and had to return to Frankfurt. Ja, die soll jetzt um 13.35 Uhr dann nach Vancouver wieder rausgehen. Und der A380 von Emirates ist über Linz. Unser letztes Flugzeug des Teil 1. Jetzt kriegen wir aber einen Airbus A330 im Anflug für euch. Genau, das ist der Discover Airlines A330, eben angesprochen, aus Las Vegas. Währenddessen kriegt Thomas wahrscheinlich jetzt nicht mehr drauf, geht auf der 1.8 die Lufthansa Cargo nach Seoul raus. Die ist aber schon so weit, dass wir die wahrscheinlich nicht mehr drauf kriegen, leider. Sebastian hat nochmal die Erklärung zu den Farben bei Condor. Sunshine ist gelb, Passion rot, Sea ist blau, Island grün und Beach ist das beige-braun-gelb. Geoffrey hat für uns in 10 Minuten Miat Mongolian Airlines aus Ulaanbaatar mit dem Dreamliner 787-9. Und dieses Flugzeug kommt vom Flughafen Genghis Khan. Wenn ihr dazu mal einen Trip-Report sehen möchtet, dann empfehlen wir den Kanal von Your Travel TV, denn der gute Stefan und Dominik sind diese Strecke mit Miat, mit
Milan, Mongolien geflogen. Jetzt im Anflug Thomas China Southern Cargo 777 aus Shanghai. Wow. Grumpy aircraft for you. Sabine fragt, ob wir heute einen zweiten Teil machen. Ja, am Nachmittag gibt es einen zweiten Teil. Wir möchten dann den Standort wechseln. Wir machen das gerne am Nachmittag, dass wir von der 1.8 filmen. Hallo, sag. Wenn ich mal hier bin, alle 6 Wochen bist du zufällig auch da. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht, aber es ist super, dass du auch da bist. Ja, schön, dass du da bist. Ein lustiger Zufall. Fepo schreibt, der Condor A330 nach Lachs fliegt jetzt schon die zweite Runde. Das verstehe ich nicht. Was meinst du? Wenn du jetzt auf den Anflug gehst, da kommt die Kuwait Airways. Oh, Scheiße. Sorry. Nee, gut. 777 Kuwait. Yes. Ganz schön wirklich jetzt, ne? Ja. Hier kann man jetzt auch zum Beispiel mal gut die Frachtstücke sehen oder wie die dann. Also ihr seht jetzt im Bild, seht ihr hier 2 Fahrzeuge, die Frachtpaletten bewegen. Also ich kann ja kurz noch was zu sagen. Ich bin selber in der Logistik normal tätig und haben letztens eine Führung auch bekommen. Diesmal in Köln. Da waren wir bei UPS gewesen. Und die haben ja auch nicht nur Pakete, die transportieren, die haben auch Palettenware und waren auch 2, 3, die tatsächlich so aussahen. Das ist dann halt mehr so für Stückgut. Stückgut heißt meistens mit Palette oder schwere Kisten. Genau, aber da gibt es ja auch einige Dokus drüber. War ganz interessant, sich das mal anzugucken da in Köln bei UPS. Das war letzte Woche, vorletzte Woche Freitag gewesen. Vorletzte Woche Freitag, genau. Und war sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Also wir haben auch eine kleine Führung über das Vorfeld bekommen, standen sogar direkt an der 747 dran. Konnten die auch mal in die Triebwerke reingucken und so. Das war ganz interessant. Ja. Also alle, die sich für 747 natürlich interessieren, zum Beispiel den Raum Köln-Düsseldorf, ist natürlich der Kölner Flughafen mit den Frachtern von UPS sehr geeignet, auch von der Besucherterrasse aus, aber halt meistens so, denke ich mal, so ab 22 Uhr macht das halt erst Sinn. Da ist das Problem, dass dann halt die Besucherterrasse schon wieder zu hat. Ja, da bist du mal sicher. Oh, da war das Mikro weg. Naja, auf jeden Fall ist das Problem dann halt in Köln, dass die Besucherterrasse schon um 22 Uhr dann schließt. Aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten dann. Kannst du mal eben mit aufs Radar gucken? Da ist es irgendwie komisch mit dieser Condor, die nach Los Angeles unterwegs ist.
Die Flugnummer ist DE2086. Schaut euch das mal auf dem Radar an. Was ist mit dieser Condor? Sie ist raus und hat zwei Runden gedreht, was ja sehr ungewöhnlich ist. Oh ja. Ihr habt es erkannt. Welche Ringelsocke ist das? Ist das die Romeo Alpha? Die Andra, ja. Können wir die von hier aus noch erwischen oder ist sie aus unserem Kamerablickfeld raus? Ist sehr bewölkt. Also. Die ist jetzt südlich von Bad Camberg, aber ich glaube, die ist schon zu weit weg. Sollen wir es nicht mal versuchen? Kannst du mir mal zeigen? Ich guck mal. Nein. Schaut sie auf dem Radar an, guckt mal, ob andere das auch verfolgen, ob es da vielleicht sogar einen Squawk gibt. Das werden wir gleich sehen. Wir bleiben noch mal kurz bei der 747. Ja. Und dann muss ich mal schauen, wohin ich die Kamera halten muss, um diese Romeo Alpha einzufangen. Das ist die 747-8, die Yankee Golf nach Chicago. Nach Chicago O'Hare. Yes. Was ist mit der Condor los? Romeo Alpha. Kleine Info für dich, Thomas, Emirates A380, 30 Minuten. Emirates A380, 30 Minutes in Frankfurt. Mann, die Zeit ging jetzt aber echt schnell. Was ist hier mit der Feuerwehr los? Ich guck mal nochmal nach der Deandra. Und bitte. Kuwait Triple. Wo ist die Deandra jetzt? Die hat jetzt ihren Kreis beendet und vielleicht musste wieder landen. Vielleicht hat sie, ich weiß nicht, ob sie Kerosin abgelassen hat. Also wenn, dann müssen die Kerosin abladen. Feuerwehr positioniert sich, das finde ich jetzt aber... Oh ja. Das ist jetzt ungewöhnlich. Hast du die auf dem Radar? Ja, ich habe die auf Radar. Die sinkt auf jeden Fall wieder. Sinkt? Ja, die war eben bei 8000 Fuß. Scheiße. Die kommt zurück. Also entweder Medical oder technisches Problem. Sinkt. Die kommt definitiv zurück. Ja. Auf der Nordwest jetzt. Dann die Miat Mongolian Airlines, Thomas. Aus Ulaanbaatar. Die kommt auf die Nordwest. Okay. Ja, ich sehe sie. Gucken wir uns gleich an. Die hat aber nur der vorderste und der hinterste Blaulicht an. Das hatten wir schon mal erklärt, dass das also kein Einsatz, ein Einsatzfahrt ist, sondern eine Positionierung. Die sind jetzt unterwegs auf dem Taxiway Mike. Sagen wir euch kurz, Miat noch und wir bleiben bei der Condor am Ball. 8000 Fuß hatte sie gerade auch gehalten. Jakob, guck mal wirklich, ob sie sinkt oder ob sie jetzt hält. Jetzt gerade bleibt sie bei 8000 Fuß. So schnell haben die nicht gedampft. Also die müssen ja, also wenn die sind voll nach Los Angeles, wenn sie zurück müssen, dann müssen sie den Sprit ablassen, irgendwo über dem Taunus. Und das dauert schon ein bisschen. Wir sind jetzt bei Bad Nauheim. Kriegst du nicht in 2 Minuten raus. Nee. So, we are checking what's happening with
Condor Romeo Alpha on the way to Los Angeles, California. Ist aber jetzt wieder in das, im Sinkflug, also ein bisschen runtergegangen. Ist bei 7920 Fuß. It looks like it's coming back. Schon mal jetzt die Ansage, ihr kennt unsere Philosophie, wenn ein Unfall oder eine gefährliche Situation passiert, werden wir unser HDMI-Kabel sofort ziehen. Wir filmen weiter, unterbrechen aber den Livestream und geben das Filmmaterial nicht an andere weiter, sondern übergeben das den Flugunfallbehörden, die für sowas zuständig sind. Jetzt gucken wir aber erstmal, was damit los ist. Martin berechnet, dass ein Fueldump auf der Strecke, die sind ja gerade erst in Frankfurt raus, dass sie wahrscheinlich 35 Minuten dafür brauchen. Ist auf jeden Fall jetzt schon bei 7750 Fuß, also die sinken. Und Tim bestätigt, dass jetzt überhaupt kein Grund zur Panik besteht oder des Überdramatisierens, was wir natürlich verhindern werden, solange die keinen Squawk 7700 senden, also 7700. Währenddessen landet jetzt die Sun Express aus Bottrum. Es ist weder ein Technical noch ein Medical Problem. Die TCSOV. Dann gucken wir uns jetzt weiter den Flugverkehr an und sind mit einem Auge auf dem Flugradar, wo ihr sicherlich auch alle unterwegs seid. Schreibt mal gerne rein, die kommt sicher unter den Top 10, die Romeo Alpha, unter die Top 10 Liste der meistverfolgten Flüge weltweit. Platz 4 aktuell. Was denn? Platz 4 aktuell. Ist schon auf Platz 4. Ja, 664 Leute, die sich da angucken. Also das wird jetzt eins der meistverfolgten Flugzeuge auf der ganzen Welt bei Flightradar24, weil es halt ungewöhnlich ist, wenn man von Frankfurt nach Los Angeles startet und dann sofort wieder zurückkommt. Ist jetzt bei 7000 Fuß. Wird also sinken. Also kommt definitiv zurück, fliegt definitiv nicht weiter nach Los Angeles. So viel können wir sagen. Zur Information for all English speaking viewers, we are waiting for Condor. Ja, die eine Condor, die eben rausgegangen ist, die andere, die nach Los Angeles rausgegangen ist, die muss, kommt wahrscheinlich wieder zurück, die hat irgendein Problem. Weil eben auch schon die Feuerwehr hier vorne. Ja. Das ist jetzt bei 7000 Fuß. Die hat zwei Runden gedreht. Also, die Feuerwehr, die da gerade gefahren ist, die hatte sicher noch nichts damit zu tun. Die sind einfach von links nach rechts hier bei dem Flughafen gefahren. Es war vorne ein Fahrzeug vorneweg mit Blaulicht und nur ein weiteres, nämlich ganz hinten. Das müssen sie einschalten, weil sie keine gelbe Warnbeleuchtung haben, was man für diese Fahrten hier über das Flughafengelände bräuchte. Deswegen schaltet die Feuerwehr oder auch ein Krankenwagen das Blaulicht ein. Sebastian Kolze verfolgt es auch. Die Andra dreht jetzt bei Nidda. So we don't expect an emergency landing. We expect a kind of safety landing. Ist inzwischen auch schon auf Platz 3 weltweit. Platz 1 momentan ist der United. Oder? Ja. Carsten Theis ist jetzt auch dabei. Der fliegt gleich um 14.25 Uhr nach Hurghada. Lieber Carsten, leider müssen wir nach der Emirates circa Schluss machen. Aktuelle höchste Prio hat bei uns aber die Deandra. Für uns stellt sich jetzt die Frage, wie lange brauchen die, in welches Holding gehen die für den Fuel Dump? Denn die müssen richtig Sprit ablassen, richtig viel. Vielleicht haben sie es schon teilweise gemacht bei den zwei, drei Runden, die sie gedreht haben. So, und jetzt haben wir die nächste Maschine auch aus Bottrum, die eben die Sun Express, diesmal Discover Airlines, die Uniform Zulu, ein A320. Aber Carsten, es kann gut sein, dass wir deinen Start nach Hurghada nicht mit reinkriegen. Das tut mir leid, aber wir müssen heute auch noch die Pause machen, um frisch, fröhlich, frei für euch am Nachmittag wieder aktiv sein zu können.
Was machen wir? Bleibst du auf dem Radar, ja, ne? Ja, ich bleib beim Radar. Kann ich mal gucken? Tim schreibt rein, für Fuel Dump sind sie viel zu niedrig. Man braucht eine gewisse Höhe, 13.000 Fuel. Und Daniel Vogt spekuliert deswegen schon, dass sie sich vielleicht ein Overweight Landing trauen, was ich nicht glaube. Wollen wir mit den Spekulationen ein bisschen zurückhaltend sein? Erstmal Fakten zusammenbringen. Number one track worldwide. Also deswegen sprechen wir auch ein bisschen mehr Englisch jetzt, weil ein paar von Flatrider24, die sehen das, ein paar User davon. Und die suchen dann nach Planespotting Live in Frankfurt oder irgendwie sowas. Kommen dann erstmalig zu unserem Kanal und fragen sich, was damit los ist. So, welcome, this is Planespotting Live from Frankfurt, Germany. My name is Thomas. This is live. It's 1 p.m. local time in Germany. Es ist also 12.56 Uhr gerade. Bei mir ist dabei der Jakob und der hat die Romeo Alpha auf seinem Gerät im Blick. Sie muss zurückkommen, das steht jetzt fest. Sie wollte nach Los Angeles fliegen und kommt jetzt definitiv zurück. Marcello, das ist jetzt das, was wir nicht wissen, was los ist, aber wir werden es jetzt gleich begleiten, wenn der Flug und die Landung relativ harmlos erscheinen. Bleiben wir drauf. Wenn da irgendwas Größeres nach einem größeren Problem ist, aussieht, dann werden wir die Verbindung kappen. Das machen wir einfach. So, wir haben jetzt hier Singapore Airlines 777 Starlines Pushback. Und Mark Isaac hat nochmal nachgeguckt, die Minimum Height, also Minimum Höhe für ein Ablassen des Kraftstoffes ist 5.000 bis 6.000 Fuß. Guckt euch das bitte nochmal flugzeugtypmäßig an. Das ist ein Airbus A330 Neo. Welche Höhe braucht man? Planespotter Düss meint, sie senden 7700. Kannst du mal gucken? Was bist du noch drauf? Noch einen weiter? Ja? Nee. Ist bei uns noch nicht. 1500 Follower bei Flightradar24. Deandra ist schon bei Bad Orb. Könnt ihr mir die Höhe der Deandra mit reinschreiben, bitte? Gehst du auf den Anflug? Ja. Da kommt jetzt die Lufthansa Starlines Livery A319 aus Prag. Die müsste jetzt gleich hinterm Busch erscheinen. Wie viele Minuten wird die Deandra noch weg sein? Da zeigt er mir halt nicht an, das ist das Problem. Bei Flightradar steht immer noch drin Frankfurt, Los Angeles, weißt du? Übrigens, die Romeo Alpha ist die erste, wie der Name schon sagt. Romeo Bravo wäre die zweite, ist sie aber nicht. Aber Romeo Alpha ist die erste aus der A330 Neo-Linie bei der Condor. Sie war auf dem Weg von Frankfurt nach Los Angeles, ist kurz nach dem Start in zwei Runden gegangen und kommt jetzt zurück hier nach Frankfurt. Und wir vermuten, dass unterwegs Sprit abgelassen werden sollte. Sonst gibt es ein Overweight Landing. Das wollen wir eigentlich denen nicht gönnen, dass sie das machen müssen. Ich kann ja mal ein kurzes, ich habe hier gerade mal die A330 aufgerufen bei Flightradar der Luft, der Condor. Hat zu, aber gute Info für mich, danke. Die bleibt noch mal ein bisschen dabei, da kommt gerade die Condor zurück, A330 nach Los Angeles. Das ist also interessant. Ja. Wenn du Zeit hast, dann. Ach so, okay. Aber schön, dass du Hallo gesagt hast. Dann bis zum nächsten Mal. Du hast es ja. Ich muss dir allerdings sagen, ich gucke am liebsten den Madeira Planespotting, weil die toll an der Landebahn dran sind. Ja, aber da komme ich immer durcheinander, weil in Madeira gibt es ungefähr 5-6 verschiedene Planespotter. Ja, ich glaube so manchmal die zwei, die oft live sind, nebeneinander. Machst du gleich zwei doppelt. Doppelt hält besser, obwohl ja, die nebeneinander stehen. Die haben ja tolle Aussicht zum Beispiel, ja. Eine Bahn. Hier ist ja alles im Weltraum.
Madeira ist schon schön, ja. Madeira ist schön. Warst du schon mal da? Ja. Aber noch nicht an dem Spot, da war ich nur als Tourist. Aber den Anflug hast du mit der Lidbein? Ja, ja, in der Condor 757. Bei Sherwin. Ja, da war auch ordentlich Wind. Ich habe auch geschluckt als Passagier. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht, wenn der Tim hier auch, dann können wir vielleicht bei der Mittagspause zusammen machen. Dann machst du hier eine Pause und dann gehen wir. Das ist ein guter Ort, definitiv. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ja, Terminal 4, wer es wissen muss, das ist hier so eine, Art Imbiss, Mini-Restaurant, wo ich diese Frankfurter Soße zum ersten Mal gegessen habe. War gut, die Frankfurter Soße? War super, aber hat heute zu. Das ist natürlich eine erschreckende Nachricht. Ich hoffe nur vorübergehend. So, die Condor ist auf 4000 Fuß. Cargo Human Care kommt in 4 Minuten. Jetzt geht's richtig Schlag auf Schlag. Cargo Human Care, ja. 2561 Follower offen, ne, das sind die Fuß, ne, die Follower bei Flightradar24. Sie haben 700, warte, Entschuldigung. 742 Zuschauer, dann sollten wir doch die 747 auch schaffen jetzt. Sandwich, das ist ein Name von einer kleinen Bude, die direkt an dem S-Bahnhof Zeppelinheim ist. Das ist also nicht das vierte Terminal von Frankfurt, das ist nur ein augenzwinkender Name eines Imbisses. Aber sehr lecker, kann ich empfehlen, leider heute zu. Aber direkt in Laufweite von dem Spotterplatz. Jetzt gerade landet die Lufthansa aus München, A321, die DAISB. Ich bin total durcheinander jetzt wegen der Condor. Das, ich weiß gar nicht. Normalerweise habe ich keine Probleme mit Diversions oder Rückkehrern. Aber kurz nach dem Start sofort in zwei Runden zu gehen und dann so schnell hier auf dem Anflug zurückzukommen, das finde ich jetzt schon. 3850 krass. Fuß. Die machen jetzt keinen Dump mehr, definitiv. Sind jetzt kurz vor Offenbach, also. Müsste in ein paar Minuten dann landen. Aber es macht sich auch von der Sicherheit hier sonst keiner bereit. Ist jetzt noch die Frage, welche Bahn sie nehmen werden. Nimmt man da die Nordwest, nimmt man die Centerbahn oder links? Ich vermute mal eher nicht Nordwest, da die Cargo Human Care Richtung Nordwest geht. Okay. Also die DeAlfi kommt jetzt gleich rein. Froko Doyen, seine Frau, ihr Flugzeug. Da freuen wir uns auch sehr, die immer wieder zu sehen. Lufthansa Cargo 777 with a Cargo Human Care Special Livery. Das müsste jetzt auch dann der nächste Anflug sein, die Deandra schon. Condor ist schon bei Offenbach. Ja. Und wer swingt zur 25 Center? Die Condor oder die Cargo? Die Feuerwehr ist weg, Wasseresser. Also ich sehe im Moment keine Feuerwehr, die sich hier bereit macht. Und wir gehen sofort auf den Anflug, wenn wir die Alfi sehen und wenn wir die Condor sehen. Die Condor ist jetzt inzwischen auch immer noch auf Platz 1 mit 2852 Verfolgern. Also puh, da ist schon eine ganz schöne Menge. Hello and welcome. This is Frankfurt Airport live. We are Plane Mania. My name is Thomas and with me is Jakob Schäfer. Hello. We are waiting for Condor coming back from its flight Frankfurt Los Angeles. It was in a holding pattern. Hopefully they dumped a lot of fuel and now they are coming very fast back. Noch eine kleine Info am Rande. Der Emirates A380 15 Minuten weg und wir kriegen noch eine Asiana Cargo 747. Wann? In 13 Minuten aus Wien. Dann machen wir noch den Battery Check. Also das geht jetzt gleich nochmal dann. Es geht richtig ab zur hier. Sache jetzt noch kurz vor unserer Mittagspause. Mal wieder mit gar nichts gerechnet. Habt ihr nochmal Miat Mongolian Dreamliner aus Ulaanbaatar 787 und die Cargo Human Care sieht man jetzt schon am Himmel. Ja, die geht auf die Nordwest. Aus dem Anflug rausgekickt haben.
Also die ist definitiv Nordwest. Und die Deandra ist auf 2000 Fuß. Und in ein, zwei Minuten müsste dann auch die Deandra kommen. So, both aircraft number one and two on flight radar 24. The DeAlfi. Ach, die ist Nummer zwei. All fine with you. Das hat natürlich auch mit euch zu tun, die ihr jetzt da draufklickt auf beide Flugzeuge hin und her, um zu gucken, wo sind die. Sobald die Condor im Blick ist, schwenke ich rüber. This is DeAlfi, Fox India, Lufthansa Cargo 777 Freighter. Motivations X-Life sieht Feuerwehr und Polizei. Wo siehst du die? Ich sehe sie gerade nicht. Siehst du die am Ende der Bahn? Da ist die Condor. Wir bleiben bei der Condor. Guck mal, der nimmt echt. Ganz schön flott unterwegs, oder? Täuscht das vielleicht auch. Und wir bekommen klein. Like full stop. Full length. Definitiv. Bis ganz hinten. Thomas, als Information für dich. Wir kriegen gleich noch ein DHL A300 rein. Ah, und auch noch. Okay. Aus London Luton. Okay, wir warten noch auf die Emirates A380. Wir warten aber jetzt erstmal, was mit der Condor passiert. Das ist die Deandra auf dem Weg nach Los Angeles. Ist natürlich da hinten im Heat Haze jetzt. Rettungstreppe ist aber nicht dabei. Ich kriege es jetzt auch nicht schärfer. Das ist jetzt knapp 3 Kilometer von uns aus entfernt. Ja, es kommen einige Leute jetzt nachträglich rein, die wollen wissen, was los ist. This is Condor A330 on the way to Los Angeles, coming back to Frankfurt. Looks like a kind of security landing. Aber soweit nichts Dramatisches zu erkennen.
landet safe auf der Centerbahn. Die müsste dann jetzt ja out of order sein. Ja? Also die Centerbahn müsste jetzt raus sein aus dem Flugbetrieb, denn die blockieren jetzt die Bahn. Das heißt, es müsste alles, was reinkommt, jetzt auf der 25 links oder auf der 25 rechts abgewickelt werden. Tim schreibt rein, die machen Brake-Checks. Sie schauen, ob irgendwas glüht oder anfängt zu brennen. Fire Services Standby. Die haben jetzt die ganze Bahn genommen, weil sie ja offenbar, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ganze Fuel rausgedammt haben. Das war eigentlich alles viel zu schnell. Und deswegen, dass sie vielleicht ein Overweight Landing gemacht haben. Und dann muss man gucken, wie die Bremsen darauf reagieren. Und in 7 Minuten haben wir Airbus A380 von Emirates. Als nächstes landet jetzt die Air Astana auf der 25 links. Und mir scheint es so, dass die Feuerwehr eher abzieht, als dass sie da jetzt zum Einsatz kommt, oder? Wie schätzt ihr das ein? Kommt noch von rechts jemand? Wechseln die Seite auf die rechte Seite. Sanne Horrell, yes. We see Condor on the way from Frankfurt to Los Angeles. Coming back to Frankfurt. Ist die Frage, ob die jetzt von sich aus da zurückrollen. Ja, die Feuerwehr rollt, fährt hinterher. Das Flugzeug rollt jetzt selbstständig von der Bahn. Das macht doch den Eindruck, dass soweit erstmal alles in Ordnung ist, dass man hier zwar jetzt einen kleinen Aufreger hatte, aber dass das Ganze doch recht glimpflich abgegangen ist. Die Feuerwehr zur Sicherheit dahinter. Die rollen selber von der Bahn runter, sodass die 25 Center gleich wieder in den Betrieb mit einbezogen werden kann. Alles klar. Gut. Jetzt im Anflug wäre noch sonst die NetJets aus Birmingham eine Cessna Citation. Cessna Citation hat jetzt keine Chance gegen den A330, der Condor. Aber die Emirates, wo hast denn die? Da ist sie. Ja. Ist in 2 Minuten noch. 2 minutes out. Emirates A380. Davor kommt noch eine Ringelsocke, der kommt aus Mallorca. A320. DAICU. Ja. Ja, für alle später reinkommenden Zuschauer müssen wir das erklären. Vielleicht machen das die Moderatoren, wenn der Sebastian am Start gerade ist, macht ihr einfach eine Nachricht, die auch in 10 Minuten noch aktuell ist, kopiert die dann rein. Also wir hatten jetzt die Deandra, die war auf dem Weg nach Los Angeles. Schreibt die Flugnummer gerne dabei. Die ist zurückgekommen, nachdem sie hier gestartet ist, 2-3 Runden gedreht hat. Unter Aufsicht der Feuerwehr rollt sie jetzt von der 25 Center Bahn runter. Ist die Frage, welche Parkposition sie jetzt dort hinten bekommt. Bei den Victor im Victor-Bereich. Aus unserer Sicht nichts Dramatisches passiert. Alles soweit im grün-weißen Bereich. Als nächstes landet jetzt dann die Condor A320, wie gesagt, in der Farbe Beach. Die geht da jetzt über November North raus und ja, mal gucken, wo sie abgestellt wird. Dann machen wir weiter erstmal hier mit dem Flugverkehr.
und wir warten auf die Emirates, die kommt jetzt gleich. Jetzt aber Condor, Ringelsocke, gelb-weiß gestreift. Und der A300 geht auf die Nordwest. Genau, der geht auf die Nordwest. Emirates A330, A380 coming soon. Also als nächstes landet hier ein Emirates A380. Der erste und einzige unseres heutigen Vormittagsstreams. Thai 777 ganz nebenbei. Und wir zeigen euch auch nochmal diesen DHL Airbus A300, der auf der Nordwestbahn 25 rechts jetzt gleich landet. Emirates in 3 Minuten. A300 DHL from Paris. A380 jetzt über Neu-Isenburg. This is the Condor A330 Neo with the problems and the A380 is coming soon. Das ist also der Airbus A330, der Condor mit den Problemen. Rollt aus eigener Kraft weiter. Das sieht soweit gut aus. Und jetzt der Airbus A380. Und dann kommt noch eine Asiana Cargo 747-400. Andi hat es rausgesucht. Dankeschön. Das ist die aus Wien, die ich eben erwähnt habe, genau. Tut sich noch ganz viel anderes. United 777, Dreamliner, China Eastern 777. All das bewegt sich, aber wir bleiben bei den Anflügen. Gucken wir mal, jetzt muss es losgehen. Dicke kommt. The Beast from the East. All rise for the King of the Skies. Unsere Ansage war, dass wir die 747 dann auch noch mitnehmen und dann gehen wir gleich in die Mittagspause. Der A380 war ja freundlicherweise ein paar Minuten früher da, als wir zwischendurch gedacht haben. Falls noch was von der Condor zu sehen ist, schwenken wir rüber. Lustkrause, vielen Dank für das Lob. Auch fürs Protokoll nochmal United 777 für die Nordwestbahn. Und dann warten wir jetzt auf die 747. Machen wir die als Closeout oder?
Die hat übrigens die Asiana Cargo 747, hat übrigens das Kennzeichen HL7436, 21 Jahre alt. Also die Condor ist da hinten jetzt abgestellt worden, wo die United rausgeht. Ist die Frage, wie lange die jetzt brauchen. Wenn es ein unruly Passenger ist, dann werden sie den schnell rauskicken. So, die landet jetzt gleich, die 747, Thomas. Sebastian Kolze bestätigt das nochmal, dass die Deandra auf einem anderen anders als sonst üblichen Platz jetzt abgestellt wurde. Gehst du auf den Anflug? Ja. Und nun die Queen of the Skies nach dem King of the Skies. Das könnte dann sein, wer weiß, wie lange die jetzt brauchen, wenn sie länger brauchen bei der Condor. Entschuldigt, da ist sie. Dann werden wir vielleicht im zweiten Teil den Take-off dann nochmal sehen. Tim schreibt rein, Condor hätte eine unreliable Airspeed direkt nach dem Lift-Off. Das könntest du vielleicht nochmal übersetzen, was das bedeutet. Also es gab eine Cockpit-Warnmeldung oder was meinst du damit, was da passiert sein könnte? Gillis Martin meint auch, dass es eher kein Passagierproblem ist. Die Krankenwagen und Feuerwehr, die sprechen eigentlich vielleicht schon für ein Medical. Und John H. meint, da wäre Blaulicht an der Condor zu erkennen. Ich kann das auf meinem kleinen Bildschirm nicht sehen. Ich zeige euch nochmal die totale. Wir bleiben jetzt nochmal ein paar Sekunden da. Aber du musst weiter, oder? Ja, ich würde mich jetzt gleich verabschieden. Okay. Oder wie lange willst du noch machen? Weil dann weiß ich. Okay, dann werde ich mich schon mal verabschieden. Vielen Dank, Thomas, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, morgen bin ich nicht da. Morgen muss ich auch wieder arbeiten. Vielleicht gucke ich heute nachher noch mal in den Stream kurz rein während der Pause. Und dir viel Spaß. Und wir sehen uns. Ja, Riesenapplaus für Jakob. Vielen Dank. Du hast es super gemacht, Thomas, auch. Also auch ein Applaus von mir. Vielen Dank. Und wir hören uns. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja. Gute Rückfahrt und bis bald. Bis später. Tschüss. Einzigartig die Hilfe von Jakob. Abermalige Hilfe. Und Wasseresser schreibt nochmal, was das bedeuten könnte, diese Meldung, defekte Geschwindigkeitsanzeigen und Höhenmessung im Cockpit. Maximilian, ich weiß nicht, wann die D-Alpha sich wieder bewegt, aber wir kommen jetzt zum erst vorläufigen Ende des ersten Teils und melden uns dann später am Nachmittag. Erstmal Pause machen. Ich muss gucken, wann wir den zweiten Stream aufsetzen können. Wir wollen dann den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang mit euch wieder hier vom Flughafen Frankfurt verbringen. Wir freuen uns da sehr drauf.
Jakob ist schon weiter, aber er sieht auf jeden Fall eure Grüße, die ihr noch reinschreibt. Wir haben auch die Möglichkeit, jetzt Tschüss zu sagen. Also, das war's von meiner Seite, außer ihr findet auf dem Radar noch irgendwas, was dringend ist. Ich sehe jetzt im Sonnenlicht die ganzen Feuerwehr- und Rettungswagen vor der Condor. Lutz Krause schreibt weiter, bis zum nächsten Mal. Da ist der Jakob nochmal. Mit allen nochmal viel Spaß. Markus L., Andi, danke für die Hilfe an alle, die heute so toll geholfen haben. Letzte Bild jetzt. Ich glaube, abziehende Feuerwehrautos wäre doch jetzt das Schönste, was wir vermelden können, wenn ihr das bestätigen könnt. Da scheinen die Rettungskräfte sich doch zu verabschieden von der Maschine. Das ist das Wichtigste heute Nachmittag. Tschüss Sabine, Lutz, Toto, Love, Concord. Ja, irgendwann 16 Uhr, 16.30 Uhr, irgendwas in dem Bereich. Jetzt haben wir 13.30 Uhr. Ich brauche 2 bis 2,5 Stunden, definitiv. Markus erinnert nochmal daran, dass die Deandra schon mal einen Zusammenschuss am Boden und heftige Turbulenzen hatte. Die stand, glaube ich, auf Mauritius mal eine Zeit lang. Ne? Auf der Bahn steht die Feuerwehr definitiv, meiner Ansicht nach, nicht. Das kann nur der Texaway sein. John H., see you. Axel Köhler, Katar Triple 7 in 18 Minuten. Nee, machen wir nicht. Love Concord, tschüss. Roland freut sich auf die Lou. Und Alex 1810 sagt auch tschüss. Dann machen wir jetzt einen Deckel drauf und sehen uns später. Einen schönen guten Nachmittag und bis dahin. Tschüss.